So, können wir loslegen? Ist auch soweit? Okay, klar. Gut. Liebe Damen und Herren, lieber Michael Brüchzi, lieber Christian Döbel, ich begrüße Sie recht herzlich im Willy-Brandt-Haus, oh Entschuldigung, im SPD-Büro der Süßen Ecke, ja, in der Süßen Ecke. Und ich wünsche mir eine schöne Podiumsdiskussion mit interessanten Fragen, auch aus dem Publikum. Und ich übergebe an den heutigen Wortführer Marco Wölk. Feuer frei. Ich habe das heute hier jetzt genau gedeutet. Ja, mein Name ist bekannt, Marco Wölk. Der Andreas hat das eben nochmal gesagt. Andreas Helmund ist übrigens hier der SPD-Ortsvereinsvorsitzende des Ortsverbandes Waltershausen. Ich schaue immer mal aufs Handy, das sind nicht die SMS, aber ich muss mal gucken, wie das ist mit der Zeit. Armbanduhr ist ja heute nicht mehr so in Mode. Ne? Manch einer hat es noch, aber ja, die könnte man dann auf den Tisch legen, gell? So machst du das wahrscheinlich auch immer. Ja, ich begrüße auch euch erstmal noch ganz recht herzlich und natürlich die Zuschauer in den angeschlossenen Sendeanstalten in Österreich, der Schweiz, Dänemark, Liechtenstein. Und ich war auch ganz erschrocken, heute hat mich ein Anruf erreicht, können wir da nicht ein Video machen oder ja, am Ende wird es jetzt glaube ich sogar live übertragen zu Facebook. Wer auch immer zuschaut, herzlich willkommen. Und natürlich an unsere Gäste, den Christian Döbel, den möchte ich jetzt mal zuerst nennen, als Herausforderer des Bürgermeisteramtes. Und herzlich willkommen, Michael Brichzi, als Amtsinhaber des Bürgermeisteramtes hier in Waltershausen. Ihr wisst, wir haben im April eine Wahl, nicht nur die Landratswahl, sondern auch die Bürgermeisterwahl. Und wie ich lesen konnte, von Christian hört man ja, wir sind alle per Du. Ja, also das muss man jetzt mal vorausschauen sagen. Na, Entschuldigung. Das gleiche Hobby. Ja, genau. Man sieht sich natürlich öfters. Von Christian liest man relativ viel in der Zeitung. Anfänglich habe ich gedacht, es wäre ganz gut, wenn man auch mal praktisch was sehen würde. Jetzt versucht er den Angriff zu wagen und stellt sich hier zur Bürgermeisterwahl. Christian Döbel, Baujahr 1981, Doktor, habe ich gelesen, ja, ist das richtig? Und wir haben eben noch mal rausgearbeitet, 3 Kinder, also gab es schon was zu erreichen. Christian, du hast dich zur Kreistagswahl 2009 schon mal gestellt und das war auf Listenplatz 16 nicht so erfolgreich, mit 29 Stimmen habe ich recherchiert und für den Stadtrat hast du auch schon mal kandidiert, 67 Stimmen. Da ist auch noch Potenzial drin. Jetzt natürlich die Frage an dich, unter diesen Vorbedingungen anzutreten gegen einen Gegner, Michael Brichzi. Ich sage jetzt nur mal die Zahlen. Vorstellen muss ich ihn ja großartig nicht mehr. Doktor ist er nicht, glaube ich. Ne? Nee. Die Zeit hatte ich nicht. Kreistagswahl, 13.000 Stimmen, Bürgermeisterwahl, letzte Bürgermeisterwahl, 99%. Das klingt schon fast wie aus alten Zeiten, ne? Aber da muss man sagen, das ist natürlich auch eine Hausnummer, wenn man sich dem jetzt gegenüberstellt. Also an dich, Christian, die Frage, warum machst du sowas? Also was treibt dich da an? Ja, die Frage ist mir natürlich oft gestellt worden, was ist die Motivation aus der Situation? Also als erstes möchte ich den Bürgern eine Wahl geben. Also wenn sich nur einer aufstellt, das ist für mich im Sinne der Demokratie keine Abstimmung, das ist keine Wahl. Die Leute sollen auswählen können. Und zum Zweiten habe ich das Gefühl, dass ich auch eine politische Alternative anbieten kann hier in dieser Stadt. Es geht um Modernisierung, es geht um Bürgerengagement stärken, es geht um mehr Leben auf die Straße wiederbringen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Hebel, die andere Städte ja erfolgreich vorgemacht haben. Das sieht man zum Beispiel an Smart City Schmalkalden als großes Beispiel. Es gibt auch einige kleine Beispiele, wo das geglückt ist. Und das ist meine Motivation, hier anzutreten, zu sagen, wir leben in einer neuen Zeit. Natürlich, die Zeit verändert sich immer. Jetzt haben wir einen der größten gesellschaftlichen Umbrüche seit der Wende überhaupt, durch Digitalisierung, durch die ganzen sozialen Medien, durch ganz andere Kommunikationskanäle. Und das möchte ich nutzen, um einfach auch das Tor aufzumachen für Waltershausen, für unsere Stadt in dieser Zeit,
neue Möglichkeiten zu finden, die Bürger zu einzubinden, das Engagement zu fördern und auch im Sinne der Demokratie mehr Bürgerbeteiligung zu erreichen. Jetzt gebe ich mal die Frage weg, die ist eigentlich ganz einfach. Warum, Michael? Du hast unglaublich viele Ämter noch nebenher. Ich zähle da noch einfach mal auf. Muss ich mal gucken. Schon durcheinander hier, ich wäre verrückt. Schon durcheinander. Ja, Präsident vom Gemeinde- und Städtebund und Aufsichtsratsvorsitzender in der IFI. Und vielleicht kannst du noch was sagen. Schaffst du es überhaupt noch oder ist das nützlich für die Stadt? Oder was ziehst du da draus? Warum machst du das? Also erstmal trete ich jetzt noch mal an, weil einige Dinge noch nicht fertig sind, die wir hier machen wollen. Und das ist nicht wenig. Und zweitens, jawohl, ich sag mal, sind inzwischen über 28 Jahre. Nicht nur, dass man da eine ganze Menge Erfahrung hat, nicht nur, dass man unendlich viele Menschen auch in Thüringen kennt, die ganz wichtig sind, dass man sie kennt. Ich sag mal, früher hat man Beziehungen gebraucht, um Bananen zu kriegen, und heute braucht man Beziehungen, um bestimmte andere Dinge umzusetzen. Und diese Ämter nützt mir tatsächlich was. Erstmal mache ich, es ist natürlich ein gewaltiger Aufwand, weil das ist ja im Prinzip meine Freizeit. Als Präsident des Gemeinde- und Städtebunds, will ich mal sagen, bin ich wahrscheinlich mit am besten informiert hier in Thüringen. Viel besser manchmal, häufig, als manch ein Abgeordneter, weil wir immer direkt aktuellste Gesetzesblätter kriegen. Das hilft uns hier in der Stadt ungemein. Damit weiß ich natürlich auch immer im Vorlauf gegenüber anderen Kollegen, wann, wo, was, wie schnell zu holen ist. Und manchmal gibt es auch ein Windhundprinzip. Das ist nicht nur das Einzige, aber wie gesagt, ich bin damit unheimlich vernetzt. Und ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich als Bürgermeister der Stadt Waltershausen in ein Ministerium gehe oder in ein Landesverwaltungsamt und brauche irgendwas für die Stadtbebauungsplan, eine Genehmigung, irgendetwas. Das klingt komisch, ist aber so. Wird man anders hofiert, der Präsident kommt, da gehen die Türen anders auf. Die Menschen sind halt so, ich kann es nicht ändern und ich wäre ja dumm, wenn ich es für Waltershausen nicht nutzen würde. Und es hat noch einen zweiten Effekt, den will ich gleich zu Beginn, aber da brauchen wir nicht groß drüber zu reden, weil das, da rede ich gar nicht gerne drüber. Durch diese Ämter gibt es ja auch eine ganze Menge Aufwandsentschädigung. Davon profitiert die Stadt. Ich bin eigentlich mit die billigste Führungskraft, die hier so in Thüringen rumläuft. Muss ich mal sagen. Weil ich sag mal, das sind immer so um die 35.000 Euro, die im Jahr die Stadt durch diese Ämter kriegt. Ich könnte normalerweise, meine Frau sagt, hör auf damit. Du hast Haftungsproblem, du hast ein Zeitproblem und hast nichts davon. Und die Stadt freut sich und deswegen sage ich mal, ich kriege das alles unter einen Hut. Bis jetzt funktioniert das ganz gut. Also du sagst, es ist sogar gut und es nützt. Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt. Jetzt hast du ja schon, wir beobachten uns nicht, aber man kriegt ja nun einiges mit. Waltershausen ist jetzt keine riesengroße Stadt, ne? Und mit 13.000 zerquetschten Einwohnern läuft man sich ja über den Weg und merkt auch, was macht der Döbel, sagen wir immer. Ne? Und man liest halt auch recht viel in der Zeitung, sehr häufig. Manchmal ist es schon, denkt man, es ist jetzt vielleicht ein, zweimal zu viel. Also ich habe ja da schon viel gelesen. Ne? Rettet unsere Thüringer Waldbahn ist da nur ein Beispiel. Gotha muss Kreisstadt bleiben. Freies Internet für Waltershausen. Also da gab es verschiedene, das waren allein nur die Petitionen, die du im Internet gestartet hast. Was mir bei diesen guten Ideen manchmal da ein bisschen gefehlt hat, oder eigentlich fast immer. Ne? Wir haben ja auch um die Waldbahn gekämpft. Ne? Am Ende verfolgen wir ein ähnliches Ziel. Ne? Alle, die irgendwo sich engagieren, verfolgen ein ähnliches Ziel, nämlich das Wohlergehen in der Stadt. Und mir hat es ein bisschen gefehlt, dass du zu unseren öffentlichen Ausschüssen gekommen bist oder auch mal im Stadtrat gesessen hast oder auch wenn es irgendwas zu entscheiden gab. Ne? Also da habe ich gedacht, Mensch, gibt sicherlich einen Grund, warum man das nicht gemacht hat. Ne? Wahrscheinlich Zeit. Du bist gut beschäftigt in Ilmenau. Ist das richtig, Ilmenau? Ja. Nein. Nein, das ist schon falsch. Gut. Erfurt. In Erfurt, okay. An der TU in Erfurt oder in... Nein, Firma Kundes. Okay. Wenn das Zeitproblem so ist, würdest du das dann auch unter einen Hut bekommen? Oder warum hast du dich in letzter Zeit eher, ich sag's jetzt mal ganz giftig, verbal engagiert? Also verbal engagiert...
möchte ich gar nicht so stehen lassen. Also für mich ist es genau dieser demokratische Prozess, mal was in die Presse zu bringen, dass ich es so häufig, ich habe es jetzt nicht häufig empfunden, aber abgedruckt wurde, das denke ich, hat die Thüringer Allgemeine entschieden. Das, ich gebe natürlich meinen Senf zu manchen Themen dazu. Und ja, oftmals kommt es auch durch, wird dann abgedruckt. Diese Waldbahnaktion, das war für mich mehr als nur verbales Wortgefecht zum Beispiel. Da haben also du hast ja auch da so eine Aktion gestartet. Ja, ne? Und 12.500 Unterschriften, auch die größte Unterschriftenaktion auf regionaler Ebene in Deutschland überhaupt. Dann haben wir den Tag der Waldbahn gemacht. Die anderen Sachen, wenn ich Ideen habe, ich schreibe das nicht einfach nur auf, sondern ich versuche natürlich den Weg aufzuzeigen, wie könnte es denn funktionieren. Bei dem freien WLAN, da können Herr Brizzi und ich bald ein Lied davon singen natürlich, haben wir es einen Tag mal ausprobiert, wir haben es gezeigt, wie könnte es denn funktionieren. Es waren Leute da, es haben Leute das benutzt. Also es wäre zu einfach, das einfach nur aufzuschreiben, Mensch, das ist jetzt meine Idee, die ist ungeprüft, geht die jetzt einfach in die Medien ein. Sondern ich möchte den Leuten schon zeigen, pass auf, so und so könnte es dann sein, wäre das nicht was. Und ich glaube, nach der Zeit hattest du gefragt. Nach welcher Zeit? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war. Ob er denn nach die Zeit hat? Ach, nach ob der ich, Zeit, nach der Zeit, nach die du Zeit. Hast, okay, ich habe jetzt die Zeit gedacht, die an diesen ist. ja, das muss man einfach mal so sagen. Ne? Also, ja. Wenn du bisher jetzt die Zeit nicht gefunden hast, ne, die, die jetzt irgendwo im Stadtrat mitarbeiten oder sonst wo auch in Ausschuss, es gibt ja auch berufene Bürger, das wäre ja auch eine Möglichkeit, sich da zu engagieren. Das fällt auch nicht jedem leicht, aber das sieht man im Prinzip ein Engagement außerhalb von einer Idee, was dann weiter wachsen kann. Wir beobachten es ja nur von außen, ne? Und der Bürger sieht halt auch deine sprudelnden Ideen, ne? Und die, die in Verantwortung stehen, sehen die Hebe unter die Gürtellinie. Ne? Also so empfindet man es manchmal, okay. Aber das ist ja eine Sache, das ist eine reine Empfindungssache, kann ja jeder so sehen, wie er will. Ne? Ich habe mir das mehrfach aufgeschrieben. Schade, dass Christian nicht in der Bürgersprechstunde war oder so. Ne? Wir hätten da gerne mal über dieses eine oder andere Problem diskutiert. Ich glaube, wir diskutieren oft genug über die Probleme. Also klar, das sind natürlich Gremien, die man besuchen kann, wo man jetzt mit anderen Leuten nochmal diskutiert. Aber wir machen auch eigene Podiumsdiskussionen zum Beispiel, wo wir uns auch die Leute einladen. Michael, wo hast du denn den WLAN-Router jetzt hingetan, den da? Habe ich gelesen, vorhin nochmal in der Zeitung, der... Ist er denn geeignet gewesen, oder wird daraus noch was, können wir daraus noch was partizipieren? Also die meisten kennen meine Meinung zu dem Thema. Das allererste, was ich machen würde, Herr Döbel, ich würde Sie einladen, wenn es warm wird, mal auf den Marktplatz zu kommen. Aber nicht am Tag, sondern ab 17 Uhr. Dann laden wir rundherum die Leute ein, die hier wohnen. Die mir regelmäßig im Sommer sagen, was hier auf dem Markt stattfindet. Wir haben jetzt, das hat jetzt mit dem Hotspot nichts zu tun, unter anderem gewaltige Probleme, weil fast jede zweite Nacht die Toiletten aufgebrochen werden. Wir wissen auch, wer es ist inzwischen, aber es ist alles ganz schwierig. Und wenn wir jetzt noch Hotspots hier am Markt machen, widerspreche ich vehement, dass damit die Innenstadt mehr belebt wird. Das zeigt auch, zeigen auch Beispiele in anderen Städten, wo an bestimmten Brennpunkten das einfach nicht funktioniert. Und weil ich einfach nicht will, dass ich eine Ansammlung von Menschen, die wir hier haben, die wir so nicht wollen, eine noch größere Plattform gebe. Und da sind die Anwohner hier rundherum bisher sehr dankbar, weil sie gesagt haben, es reicht uns schon so, was da manchmal passiert. Ich lade Sie ein im Sommer, kommen Sie mal früh um 5:30 auf den Markt und räumen hier mit auf. Es ist irre. Nun kann ich das nicht alles unter einen Hut kehren und ich will ja mich auch nicht gegen diese modernen Dinge, sträuben. Aber die Frage ist, was will ich erreichen mit einem Hotspot auf dem Markt. Und eine zweite Frage, die mich auch immer wieder drängt, ist, häufig gucken alle auf die Stadt
dass wir bestimmte Dinge machen müssen. Ihr seid jetzt verantwortlich. Ich will mal ein Beispiel nennen. Hat damit nichts zu tun, aber auch mit der modernen Gesellschaft. Elektrotankstellen. Ich frage dann manchmal so regelmäßig, wer hat uns als Stadt mal gefragt, ob wir an der Elf beteiligt sein wollen. Wo ich sage, wo sind denn die eigentlich Verantwortlichen? Wir müssen da natürlich mitmachen, wollen wir auch tun. Deswegen kommt auch die Elektrotankstelle am Bahnhof, ob das der geeignete Standort ist. Im Moment wahrscheinlich noch nicht. Da müssen wir erstmal sehen, dass wir das Kino wegkriegen und eine Gaststätte hinkriegen und so weiter. Dann wird es wahrscheinlich besser sein. Da hat ja euer berufener Bürger, der Fachmann, das gesagt, das sehe ich auch völlig ein. Also ich bin da sehr, sehr ins Zweifeln gekommen, ob wir das richtig gemacht haben. An der Stelle, ich glaube mal, es gibt wesentlich bessere Stellen. Also wir müssen noch andere Stellen finden, die finden wir auch noch, aber nur ist das mit der Förderung so, dass wir die jetzt nicht mehr wegkriegen, die müssen wir jetzt da unten hin machen. In der Hoffnung, dass sich das da unten dann, ja, müssen wir mal sehen. Und deswegen sage ich mal, den Router aufzustellen, den Hotspot hierher zu kriegen, das ist überhaupt kein Thema, überhaupt nicht. Die Frage ist bloß, ist das wirklich an der Stelle ein geeignetes Mittel? Und ich will mal sagen, fahrt mal nach Erfurt auf dem Anger. Jetzt muss man schon mal ansprechen dürfen. Ich war vor anderthalb Jahren zu einer Veranstaltung in der Nähe vom Anger und da war unsere Geschäftsführerin, der Efi, mit dabei. Es war irgendeine Veranstaltung der Stadtwerke. Es war später Nachmittag und ich hatte mein Auto am Anger stehen gehabt und dann sagte die zu mir, Herr Brichti, wenn Sie nachher gehen, nehmen Sie mich da bitte mit. Ich sage, sind Sie nicht mit dem Auto da? Doch, aber ich will nicht alleine in das Autohaus. Ach, ich habe gesagt, Frau Fröhlich. Frau Fröhlich ist sonst nicht so. Wer die Frau Fröhlich kennt, das ist eine große Frau. Ja, die nicht so schnell Angst hat. Wir sind um 7:30 gegangen, 7:30 ungefähr. War leicht dämmerig, es war glaube im Oktober. Als wir am Anger waren, habe ich gewusst, warum die Frau um 7:30, wo alle Läden noch auf waren, da nicht langlaufen wollte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister mal geführt. Ich habe gesagt, weißt du das, Andreas? Ja, und da hat er mir gesagt, warum die Gründe, warum, wer da ist und so weiter. Und ein Thema davon ist die Hotspots. Ich habe ihn gefragt, wirst du das wieder haben wollen? Er hat gesagt, ich habe es gar nicht gemacht, das sind ja die Händler gewesen. Aber wenn man die Händler fragt, die sind auch nicht begeistert. Deswegen sage ich jetzt mal, das ist ja richtig, dass wir Hotspots brauchen. Es ist auch richtig Digitalisierung. Da hat der Freistaat viel zu lange geschlafen und schläft immer noch. Wo, da kann ich noch, könnte ich Beispiele nennen, aber ich will nicht so lange reden. Und ich sage mal, die Gratwanderung, wo, wie, dass es eben auch funktioniert und ich nicht noch mehr Leute verärgere, als dass es nützt, das ist mein Problem. Ansonsten den Router hinstellen und... Ich denke, wir lassen es. Wir hatten uns ja auch schon ausgetauscht über die Argumente. Ich kenne ja Ihre Argumentation, Sie kennen wahrscheinlich meine auch schon. Natürlich, natürlich. Also für mich gilt da ganz klar, die Flucht nach vorn ist ein gutes Mittel. Es gibt den Erfurter Anger, das ist klar. Es gibt aber auch andere Beispiele, wo Städte schon eine Stufe weiter sind und haben natürlich dann auch wieder gesagt, okay, wer sind denn die Leute, die ich in Anführungsstrichen nicht in der Innenstadt haben möchte? Wie kann ich die denn anderweitig irgendwie beschäftigen? Was kann ich denn für Räumlichkeiten bieten? Was kann ich für Möglichkeiten bieten? Und das wäre ganz klar mein Ansatz. Also ich sage nicht, ich gehe diesen Schritt, der jetzt logisch ist, der ja in ganz Osteuropa gegangen wird. In Russland habe ich in sämtlichen Städten ganz normal öffentliches Internet. Meine Schwägerin ist aus Estland, da ist das auch völlig normal. Die sagt immer, jetzt komme ich in das Entwicklungsland Deutschland. Sie lebt seit 20 Jahren jetzt hier. Aber deswegen sage ich, das ist natürlich auch ein bisschen eine Berufskrankheit als Ingenieur, niemals, ich will diesen Schritt nicht gehen. Manchmal muss man es ausprobieren. Wenn das andere schon ausprobiert haben, dann sage ich, okay, was haben sie daraus gelernt? Wann kann ich denn besser machen? Was kann ich anders machen? Und zu sagen, ich gehe nicht den Schritt nach vorn, weil es könnte mir ja das und das und das drohen, das ist definitiv nicht meine Meinung. Ja. Dann lerne ich wie Schmalkalden oder sonst andere Städte oder kann man auch Sömmer da zitieren. Ich denke, um das WLAN oder um das öffentlich frei zugängliche Internet kommen wir früher oder später nicht drumherum. Ne? Wollen wir nicht. Ich denke auch, dass das auch nicht gewollt ist, das abzuschneiden. Ja? Ich sehe aber in der Argumentation... Es gibt auch gute Beispiele, ja, wo es dann irgendwann mal funktioniert hat. Ich gehe da auch mit in Osteuropa, selbst
in Südeuropa. Es ist manchmal besser, keine Frage, aber ich sehe hier in Mörtershausen, gerade im Innenstadtbereich, ein ganz anderes Problem. Ich spreche da mal nur den Ladenleerstand an und da sehe ich eben nicht, dass man das damit verbessern kann. Ne? Nein, und das ist natürlich nur ein Baustein auf dem Weg, Sie haben argumentiert, also ich habe ja viele Informationen von Ihnen aus dem Internet, oder wir waren eigentlich schon beim Blue, ne? Ja, sein fällt manchmal so zurück. Ich habe da mehrere Argumentationen gelesen, zwischen 10% und 20% Tourismuszuwachs sehe ich nicht. Ne? Sehe ich nicht. Das, ich sehe nicht, dass der Ladenleerstand dadurch beseitigt wird. Ich sehe nicht, das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe gesagt, es ist ein Baustein auf dem Weg zu einer moderneren Stadt. Und mehrere Bausteine, wenn wir die Elektrotankstelle, da gibt es natürlich auch andere Lösungen, bessere Lösungen. Ich glaube auch nicht, dass wir in 5 Jahren oder in 10 Jahren Elektrotankstellen haben. Da werden wir die Autos zu Hause laden. Also keiner wird sich 3 Stunden oder 2 Stunden an der Tankstelle stellen und Kaffee trinken. Denke ich auch. Aber die ganzen Bausteine zusammengenommen, zu sagen, wir bieten sowas an, was irgendwann mal Standard ist, in anderen Ländern schon Standard ist und wo wir Deutschen dann doch manchmal irgendwie die Angst haben, es könnte ja irgendwie was eintreten, was wir dann nicht wollen. Ja gut, dann müssen wir halt nachbessern. 2 kurze Sätze dazu. Also das ist richtig, das Tankverhalten ändert sich mit Elektroautos, logischerweise, man tankt daheim. Wir brauchen trotzdem im öffentlichen Raum Tankstellen, keine Frage. Bin ich d'accord, ja, klar. Ich sag mal, nach Möglichkeit in Beleuchtungskörper oder so. Da ist natürlich die Frage Infrastruktur. Wenn morgen in Waltershausen 50% ein Elektroauto haben, macht die EFI einen Schlüssel rum und sagt, ich kann nicht mehr versorgen, weil das Netz zusammenbricht. Also da hängt noch viel dran. Es werden aber morgen nicht 50% Elektroauto haben. Nein, aber es ist ein sehr allmählicher Prozess, der natürlich irgendwo technisch angepasst wird. Aber diesen Prozess muss man ja irgendwo beginnen und begleiten. Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht das entscheidende Thema. Und trotzdem noch ein Satz zum Thema Digitalisierung und so weiter. Also erstmal sind wir jetzt schon dabei, wir erstellen gerade ein Konzept über Sicherheit im Internet und über bestimmte Dinge. Das ist ein ganz, gutes ganz heißes Thema, Thema. Dann muss man wirklich sagen, pennt Deutschland immer noch und hat es verpennt. Ja. Wenn man Estland nennt, die sind führend in dieser Problematik. Da gibt es allerdings auch völlig andere Rahmenbedingungen. Das Estland kann man nicht mal ansatzweise mit Deutschland vergleichen. Ist jetzt eigentlich unser Thema, aber das stimmt, da gucken wir hinterher, die in Estland sagen alle, was machen die in Deutschland? Und wenn ich dann auf Thüringen gehe, wird es noch verrückter. Ich muss mal ein Beispiel nennen, wie schwer man sich in Erfurt mit diesem Thema hat, kann ich sagen. Wir hatten eine coole Idee und haben gesagt, Fundbüro ist ja so eine Sache, das wäre doch gut, wenn wir uns in Thüringen digital so vernetzen, weil ich weiß ja nicht, wo ich meinen Schlüssel verloren habe. Ich war heute in Erfurt, habe ich ihn in Erfurt verloren oder wo auch immer. Und der wird eventuell in Erfurt im Fundbüro abgegeben. Bis ich das mitkriege als der was sucht, dauert eine Ewigkeit. Also haben wir gesagt, Programm vernetzen, Ende. Das haben wir ins Innenministerium gegeben. Innenministerium hat gesagt, sind wir nicht zuständig. Finanzministerium, da sitzt der Staatssekretär Schubert, der macht das. Der macht das wirklich. Schubert sagt, nee, das kommunale Selbstverwaltung, da ist der Kommunalminister zuständig. Und ist wieder zurückgegangen. Und da liegt es heute immer noch. Wir haben vor einem Dreivierteljahr das Thema angesprochen. Da tut sich nichts. Und zwischendurch gibt es Gespräche mit dem Einstaatssekretär, mit dem Landesrechnungshof, der eine Querschnittsprüfung in Kommunen gemacht hat zum Thema Sicherheit im Netz. Der hat gesagt, die ist so grottenschlecht ausgefallen, dass ich mich nicht traue, die zu veröffentlichen. Datenschutzrechtliche Regelungen gibt es ab Sommer neue und so weiter. Und das ist eben diese Vernetzung. Und Herr Döbel, ich gebe Ihnen da ja recht, ich ärgere mich wirklich schlimm, dass wir in Thüringen nicht ein kleines Stückchen weiter sind. Die Gebietsreform spielt noch eine Rolle, die vieles nach hinten geworfen hat, weil sonst könnten wir, kommen dann noch viel weiter. Also ich habe jetzt schon teilweise anklingen lassen. Natürlich bei mir einen wunden Punkt. Oder teilweise habe ich jetzt schon gehört, Sachen, die gehen in den wirtschaftlichen Bereich ein, also sprich Digitalisierung. Jetzt bist du ja dann ausgesprochener Fachmann, zumindest beruflich gesehen. Ne? Jetzt habe ich so anklingen gehört, es gibt große Probleme, die man aber gar nicht als Bürgermeister so direkt lösen
kann. Ne? Das muss man auch mal sagen. Anscheinend sind die Grenzen da gesetzt. Ne? Der Bürgermeister will das Fundbüro vernetzen. Und jetzt, das ist mein Job als Präsident wieder hilfreich. Ja. Jetzt ist in manchen Sachen, denke ich, haben Sie eine Idee oder hast du eine Idee, wo man auch sagt, Mensch, es ist doch gar nicht, man kann jetzt schlecht sagen, es ist nicht Aufgabe des Bürgermeisters. Aufgabe des Bürgermeisters ist sicherlich ganz viel, ne? Aber lösen kann man es vielleicht gar nicht hier vor Ort. Ne? Also ich denke, dass wir, je mehr wir in die Digitalisierung hineinrutschen, ob wir es wollen oder nicht, ne? Das ist sicherlich ein guter Prozess, der aber auch viele Nachteile hat, werden wir zum Beispiel mit dem Ladenleerstand umgehen müssen, ne? Vielleicht Rückbau zu Wohnungen oder so, ne? Es gibt vielleicht auch andere Möglichkeiten, aber ich denke nicht, dass es wieder so viele Läden gibt wie vor 30, 40 Jahren oder gehen nochmal weiter zurück, da gab es ja unglaublich viele Ladengeschäfte. Wir werden nie wieder diesen Zustand erreichen. Ne? Wenn wir in diesem wirtschaftlichen Bereich sind, wir haben ja schon einen gewissen Fachkräftemangel. Auch hier am Ort gab es schon Firmen, die haben zurückgezogen, weil sie einfach keine Leute bekommen haben. Hm. Jetzt haben Sie das auch kritisiert oder wollten da einen Vorstoß machen. Wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man da eine Lösung erreichen? Also ich bin immer Fan von so pragmatischen Schritten. Man braucht natürlich irgendwo eine rote Linie in seinem täglichen Arbeiten, ob das jetzt in der Politik ist, ob das in meinen normalen Arbeiten ist. Ich bin nebenbei Dozent, das ist auch eines meiner Hobbys, in Ilmenau und in Schmalkalden. In Schmalkalden jetzt seit 6 Jahren, in Ilmenau seit ein paar Jahren. In Eisenach war ich zwischendurch und gebe auch noch Unterricht. Und das hat eigentlich immer ein Ziel und das ist genau diese Fachkräfteausbildung, Fachkräftegewinnung. Da bilde ich junge Ingenieure aus. Dummerweise geht immer die Hälfte dann, die bessere Hälfte verlässt unseres Bundesland, wo wir auch viele Runden diskutieren, wo ich selber schon Podien einberufen habe. Woran liegt das? Kann natürlich dann immer schön mitdiskutieren. Ich war ja auch 5 Jahre nicht in Thüringen, haben uns dann dafür entschieden, irgendwann wieder in die Heimat zurückzugehen. Und genau das sind für mich die Hebel. Also wir müssen junge Leute... Woran liegt es denn? Es liegt in erster Linie natürlich am Geld. Wir wohnen hier nah an Hessen und wenn ich darüber fahre und habe 500, 800 Euro mehr als Einstiegsgehalt, und das ist keine Seltenheit, dann entscheiden sich natürlich viele junge, ungebundene Leute ohne Familie erstmal dahin zu gehen. So war es bei meiner Frau und mir auch. Das heißt, ich kam gerade aus dem Ausland, mir war es eigentlich egal, wo ich in Deutschland hingehe. Und dann waren wir 3 Jahre in Stuttgart und dann haben wir uns für Thüringen wieder entschieden. Das ist ein Grund. Der zweite Grund ist natürlich, dass immer weniger ausgebildet wird. Also ich habe in meinen Vorlesungen jetzt noch 7 Elektrotechniker in Schmalkalden sitzen. Als ich angefangen habe, da waren wir mal 2025. Nächstes Jahr überlegen Sie schon, ob Elektrotechnik, so eines der Kerndisziplinen von Fachkräften, überhaupt noch in Schmalkalden stattfindet. Jetzt wollen sie irgend so ein Apothekerstudium einführen, was sicher auch gebraucht wird, wo man aber die Tendenz ganz klar sieht. Und meine Lösung, also jeder hat da verschiedene Ansätze. Mein Ansatz ist da ganz klar, es muss in den Kindergärten, in den Schulen wieder technische Bildung ausgebildet werden. Deswegen mache ich die Kinderunis, deswegen da muss ich gehe ich in mal ganz kurz unterbrechen, weil darauf wollte ich hinaus. Ich habe eigentlich diese Antwort erwartet. Jetzt ist hier nun mal das Haus schon fast Vorbild in dieser Richtung. Also wir haben hier eine enge Zusammenarbeit mit Schulen und Industriebetrieben, gerade in der frühen technischen Ausbildung. Ne? Also ganz früher gab es das auch schon mal, als ich hier in die Schule gegangen bin. Aber jetzt haben wir abgeschafft auch wieder so eine Verknüpfung. Ich denke, das ist wichtig und muss auch so beibehalten werden. Jetzt ist die Frage, wie kriegst du denn trotz diesen Fachkräftemangels die Gewerbegebiete voll? Wir weisen jetzt ein neues Gewerbegebiet aus. Es ist schon eine riesengroße Fabrik, steht da schon. Welche Anreize sind denn da noch entscheidend? Also das allererste ist, muss man schon mal positiv erwähnen, es war gut, dass der Stadtrat vor vielen, vielen Jahren dieses Gewerbegebiet vor den Turm von Waltershausen hat im Plan festgelegt und nicht daran gerüttelt. Und da muss man auch
ehrlicherweise sagen, es war damals insbesondere der Herr Glock, der leider nicht mehr lebt, die SPD-Fraktion, die auch damals vehement gesagt hat, wir hatten nämlich mal zwischendurch gedacht, wir machen ein Wohngebiet draus, lasst es liegen, wir brauchen es irgendwann. Und da kann man einfach nur sagen, das war weitsichtig, das war gut, dass wir das gemeinsam so gemacht haben. Und von den Anreizen, ich sag mal, wir haben Nummer 1, Marco, einfach großes Glück, dass wir so nah an der Autobahn wohnen, dass wir mitten in Deutschland sind. Das ist, da kann ich nichts dafür und er nicht und du nicht. Das ist eben ein bisschen Glückssache. Und wir haben als, ja, genau, so ist es. Wir haben als zweites natürlich das ganz große Glück, dass wir ContiTech hier haben am Standort, die alle Höhen und Tiefen mitgemacht haben. Ich war gestern mit unserem Wirtschaftsminister dort und wir haben uns dieses Bionik-Zentrum nochmal angeguckt, was hervorragend ist. Ich sage gleich einen Satz dazu. Ja, das ist ja genau das, Herr Döbel, was Sie immer an der Stelle auch mit Ihrer Schule, diese Ingenieurschule mit den Kindern machen. Das ist auch völlig, das ist auch völlig gut. Und da haben wir eben wirklich... Auch bei Herrn Fasser dann. Genau, das hat er auch gesagt. Wir haben das Glück, dass eben in den 80er Jahren der Rohbetrieb, wie er jetzt noch ist, nein, das ist lange schon besser geworden, da entstanden ist, sonst würde das Gummiwerk wäre zugemacht worden. Definitiv. Und das lockt natürlich Leute an. Und ich sage mal, dann gibt es natürlich dann, ja, was muss man machen? Als Bürgermeister, als Stadtverwaltung immer wieder reden, versuchen zu werben, Kontakte zu knüpfen. Man ist ja unterwegs, sagt hier, wenn ihr Flächen braucht, wir haben und einen vernünftigen Preis anbieten. Das haben wir alles zusammen hingekriegt. Aber wie gesagt, das ist ein Gemeinschaftsspiel, das muss ich schon mal sagen. Das kann auch eine Stadtverwaltung und eine Bürgermeister nicht alleine machen. Das ist auch nicht erforderlich. Da gibt es ja dann Zusammenhänge im Stadtrat. Ich meine, wenn der Stadtrat da nicht mitzieht und sagt, ich will das nicht, und das, denke ich mal, haben wir uns ja ordentlich aufgebaut und deswegen stehen wir da ganz gut da. Und zu dem Bionik-Zentrum, einen letzten Satz dazu, Fachkräfte ist immer ein Thema, egal wo ich hingehe, auch gestern wieder Thema. Und wir haben gestern erstmal dem Herrn Tiefensee gesagt, wie wichtig es ist, dass dieses Zentrum hier unten eine Sicherheit kriegt, weil die leben von der Hand im Mund. Jedes Jahr betteln die noch ein bisschen Geld und wir reden gerade mal über Stabilität, wenn die 50.000 bis 60.000 Euro im Jahr kriegen würden. 50 bis 60. Das ist ja nur weiß Gott nicht viel. Aber dann hätte die Föbi Sicherheit, diese Experimente, die da unten machen, weiterzumachen. Da haben wir gestern, denke ich, ein Stückchen Durchbruch gekriegt, weil alles andere, was vorher da war, IHK und so weiter, haben alle gesagt, ist das toll, ist das schön, sind fortgefahren und waren nie wieder gesehen. Ja. Und ich habe dem Tiefensee gesagt, der Stadtrat würde da auch sicherlich noch was mit reinstecken, aber das Problem ist, dass wir das rein rechtlich nicht in einer Größenordnung tun dürfen, weil das sind ja nicht nur Waltershäuser Schüler und dann könnte es wieder ein Stückchen Probleme geben. Aber ansonsten ist dieses Bionik-Zentrum gut und das Zweite ist, wir sind in dem Verein Bovago mit drin, diese Berufsförderung. Ich sage immer, bin ja hier geboren irgendwann mal, sage, das ist das neue UTP. Das hat uns alle, ja, das hören die, um Gottes Willen, nicht gerne, wenn ich das denen sage, die auch woanders herkommen, das ist nichts anderes. Ich habe gestern mit einem jungen Mädchen gesprochen, ich habe gesagt, und, macht das Spaß, so ein Experiment mit Wasser und Zeug? Nö, überhaupt nicht. Da sage ich, siehst du, aber zu einem ist es wichtig, du weißt, dass du in Zukunft das nicht machen willst. So ging es uns doch auch. Ich war im Fleischkombinat Büchsensauber machen. Nach der ersten halben Stunde habe ich gewusst, hier versuchst du mal, wenn du das hast. Ja, ne, das nicht, aber ich wusste, dass ich nie ins Fleischkombinat gehe. Und deswegen sage ich mal, da machen wir schon mit, aber das ist ein Riesenproblem, was auf uns dazu rollt. Na gut, definitiv. Ich habe auch am Anfang meine Kampagne Polytechnik als Unterrichtsfach genannt und da sind natürlich diverse Leute Sturm gelaufen, hatten gesagt, nee, so dürfen wir das nicht nennen, das hatten wir schon mal. Aber der Gedanke ist natürlich fast exakt der gleiche, nur halt 30 Jahre weitergesponnen mit neuen Inhalten, aber die technische Grundausbildung in der Schule und früher auch in der Vorschule hatte ich sehr, sehr wichtig zu leisten. Das ist für mich essentiell für die Zukunft. Und vor allem, da weckt man ja überhaupt erstmal die Neugier und führt die Kinder an solche Themen ran. Wir sind ja froh, dass das in Waltershausen seit einigen Jahren ganz gut läuft. Und ich denke, das wird auch immer noch ausgebaut. Es gibt bei den Kinderunis genau das gleiche Problem. Das läuft alles ehrenamtlich. Das nehme ich auf meine Kappe seit Jahren. Da kommen auch der eine oder andere, fotografiert sich die Hände wund und dann wird man in den Arm genommen und so weiter.
und zum Schluss fahren sie wieder fort und das war's. Aber das sollte eigentlich entmutigen. Also ich finde das ganz stark, was der Herr Fassler macht. Wir haben jetzt auch vereinbart, dass jetzt die nächsten Kinderunis abwechselnd Salzmann-Schule und bei ihm stattfinden. Einfach um dieses Zentrum zu nutzen und natürlich auch mit sinnvollen Inhalten zu füllen. Es gibt ja auch viele Veranstaltungen, da gehen die Kinder hin, die basteln ein bisschen. Aber soll ja pädagogischer Effekt rauskommen, dass man sagt, man begreift Zusammenhänge, die man mit 20 oder 25 Jahren so nicht mehr begreift, weil dann das Gehirn einfach viel fester oder strukturierter ist. Da gibt es auch zig Erhebungen dazu, dass das beste Alter irgendwo zwischen, ich mache mal 1. bis 8. Klasse, das ist so das Alter. Wir wollen jetzt ja, vielleicht nicht ganz in die Tiefe einsteigen, vielleicht kann man die Kinderuni mal besuchen. Ich denke, das geht auch noch als junger Erwachsener. Definitiv. Jetzt hat er sich jetzt nicht gemeint. Ja, ist doch richtig, ist doch gut so. Das letzte Mal waren viele Erwachsene da. Jetzt ist natürlich so ein Standortfaktor, wir reden ja über Waldeshausen, über das Bürgermeisteramt. Es gibt ja auch weiche Kriterien, warum eine Firma sich hier ansiedelt. Ne? Und nicht nur die harten Fakten, wir haben die Autobahn und es ist die Mitte in Deutschland und der Hebesteuersatz ist so und so. An den weichen Kriterien sehen Sie da Möglichkeiten, irgendetwas zu verbessern? Ja, definitiv. Das ist ja auch die Motivation, unter anderem hier anzutreten. Die ganze Attraktivität der Innenstadt, denke ich mal, ist in den letzten Jahren einfach zurückgegangen. Ich denke in erster Linie an die Jugend, wo soll sie noch hingehen? Das Problem haben, bezeichne ich mich manchmal noch als Jugendlicher. Da hatten wir am Anfang, als wir hergezogen sind, noch irgendwo die Kufa, wir hatten noch von das Loft. Es gab noch mehrere Sachen, Spatz und so weiter, wo man hingehen konnte. Das ist immer weniger geworden. Da denke ich mal, das wird einiges ausmachen. Das ist gerade für mein Alter als junger Akademiker damals interessant gewesen. Zum Zweiten ganz klar Kindergarten oder diese Einrichtung. Das war für uns damals die Entscheidung, hierher zu gehen, muss ich auch sagen. Kindergarten ist... Die sind top, aber die alle. Sind top, ja. Außer in Fischbach und Wind, Schwarzwald, da machen wir es aber noch. Ja, da ist... Und insgesamt diese ganze Innenstadt. Ich denke, wenn man es halt in eine Richtung, in Richtung moderne Innenstadt treiben könnte, den Markt zu einem Ort der Begegnung macht, so wie es andere vorgemacht haben zum Beispiel, dass man Platz bietet für junge Leute, für alte Leute, dass die sich irgendwo treffen können. Das Marktcafé ist jetzt ein toller Schritt, wieder, dass man überhaupt wieder einen Anlaufpunkt hat hier in die Richtung. Und das sehe ich als weiche Faktoren, die sowas ausmachen. Das ist richtig, mir fehlt, ich muss dich leider vertrösten, es gibt noch eine Stunde, wo du mit Sicherheit zu Wort kommen kannst. Ja, auf dem Museum hat man sicherlich auch Sitzfleisch, glaube ich. Jetzt höre ich natürlich auch ganz oft, man müsste mal. Und die Kufa, als es die noch gab, jetzt weiß ich ja nun, das war auch meine Zeit. Die Kufa ist, soweit ich weiß, von den Gummiwerken betrieben worden. Vielleicht muss man sich da mal an Herrn Fassler wenden. Ich sehe eher da jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Stadt ein Lokal betreibt. Das muss ich jetzt mal so sagen. Und ich finde diese Argumentation ein bisschen, grenzwertig. Auch ob hier ein Café eröffnet oder was das Café anbietet. Ich finde das ein bisschen grenzwertig, weil das ist... Ein Bürgermeister kann das, glaube ich, beeinflussen ein Stück weit mit. Aber kann Ende, natürlich die, vielleicht sagst du mal das Ganze attraktiv selbstverständlich gestalten. Also ich sag mal, zur Innenstadt muss man was sagen. Wie? Das ist es. Wie, die Frage ist, ich hätte auch gerne Sonnenschein, wenn ich rausgehe. Ich möchte gerne wissen, wie? Ganz genau so ist es. Also ich sag mal, das ist eigentlich das Problem. Also ich sag mal, zu sagen, es könnte attraktiver sein, ist ja das eine. Die Frage ist wirklich wie. Wenn ich, wie gesagt, ich bin ja schon eine Weile im Amt. Ich habe den Leidensweg der Kufa miterlebt. Den Leidensweg der Kufa. Ich weiß noch, wie wir, Herr Anschütz wird sich auch erinnern, wie wir gekämpft haben, wo die Verantwortlichen von Phoenix das Haus verkaufen wollten. Dann haben die zwischendurch davon geredet, es könnte doch ein Freudenhaus werden. War alles dabei, Anfang der 90er Jahre. Das war alles dabei. Und wir haben gekämpft gemeinsam. Und es ist trotzdem weiter nach unten gegangen. Und soll ich mal sagen, warum?
Weil auch die Menschen, die Gesellschaft sich verändert. Und sie glauben doch nicht, dass wir heute eine Kufa wieder beatmen können, so wie sie mal war. Die Zeit ist vorbei. Das war eine wunderbare Zeit, die kommt nicht mehr. Wir haben unten das Kino gehabt, damals auch noch als Neidschiff, danke. Das lief eine Weile gut und dann ging es weiter abwärts. Und jetzt sollen doch mal die jungen Leute ehrlich mit sich und uns sein oder fahrt doch mal nach Eisenach ins Met. Die Diskotheken laufen ein Jahr, dann ist Ruhe. Dann haben die Leute keine Lust mehr dahin zu gehen. Ich sag mal, wir haben ein tolles Schwimmbad. Ja. Wenn ich mit dem Herrn Anschütz früher im Sommer dahin gegangen ist, 25 Grad bewölkt, in den Ferien, da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Wir waren doch früher, war das Ding voll, rammelvoll. Und da sehen wir mal so Einzelne. Die Menschen haben sich auch in dem, was sie machen wollen, geändert. Deswegen sage ich mal, wir haben im Rathaus mal den Test gemacht, einen Sommer lang einen Kaffee. Im Keller, Jung Anschütz. Soll ich mal sagen, wer am meisten da drinnen gesessen hat und Eis gegessen, das war ich. Und soll ich mal sagen, warum? Weil ich gesagt habe, wisst ihr was, ist schönes Wetter, ich setze mich jetzt auf den Markt und mache Sprechstunden draußen. Soll ich mal sagen, was ich da mir anhören habe müssen? Du musst ja Zeit haben. Ich sage, habe ich auch. Deswegen sitze ich ja hier. Da muss man auch wissen, dass in dieser Kleinstadt Kleinstadtdenken ist. Und das Kleinstadtdenken heißt, ich fahre doch lieber ganz schnell mit dem Auto nach Erfurt, da bin ich anonym. Bevor mich mein Nachbar hier dreimal nachmittags sitzen sieht, der sagt, was hat denn der für Zeit und für Geld? Das muss man mit berücksichtigen. Das, ich würde mir wünschen, viele, viele Ideen. Dazu kommt noch, muss ich dazu sagen, das eingeschränkte Handeln einer Verwaltung, weil wir müssten mal über die Immobilienwirtschaft hier reden. Soll ich mal sagen, wem die Grundstücke gehören zu 80%? Soll ich Ihnen mal sagen, das ist so das Thema, wo Sie auch in die Zeitung kritisch geschrieben haben, dass das Zentrum hier unten, der Nettomarkt, dass es ja eigentlich völlig fehl am Platz ist. Ich gebe Ihnen an einer Stelle recht, wir hatten uns etwas mehr versprochen. Gleichwohl wir geschwankt haben, ob wir damit Innenstadt beleben. Aber ich muss 5 Sätze zu dem Standort sagen. Als ich das erste Mal in meinem Leben auf diesem Platz war, das war 1990, habe ich das erste Mal überlegt, willst du hier wirklich weitermachen und den Dreck, den du da nicht hingefahren hast, da lagerten Millionen Liter, ja, hunderte von Fässern mit Chemikalien, wo keiner wusste, was drin war. Da war eine Gerberei. Das Grundstück hat uns nicht gehört. Und die Menschen in der Stadt haben uns gesagt, mach das weg. Und da stand ich da mit meinem Problem. Dann haben wir über Jahre versucht, eine Klärung herbeizuführen. Relativ schnell gingen die Fässer weg. Dann haben wir das Grundstück gekauft. Dann haben wir mit Förderung entsorgt. Und dann haben wir 10 Jahre als Verwaltung verhandelt, was machen wir mit diesem Grundstück. Ich hatte alle namhaften Händler, die es in Deutschland gibt, bei mir oben im Büro gehabt. Von Aldi bis über Kaufland. Und alle haben mich ausgelacht. Jetzt überlegt Netto, wie sie den Standort besser gestalten können, weil es ist der beste Netto, auch wenn man da sicherlich geteilter Meinung sein kann, da eben auch strukturschwache, ärmere Menschen hingehen, ich will das mal so sagen, das ist der beste vom Umsatz her, Rossmann viel zu klein, die würden viel größer machen, Kaufland hat schon 100-mal bedauert, dass sie nicht hergekommen sind. Und wir überlegen jetzt gemeinsam zu entwickeln, diese Brachfläche gegenüber. Fischfabrik. Genau. Das Problem ist bloß, das Grundstück gehört uns nicht. Da sind wir jetzt auch schon wieder 5 Jahre dran. Und inzwischen gehört es nicht mehr 2 alten Damen, sondern deren Cousin, der ist ja noch schlimmer als die alten Damen. Und die wollen für dieses Grundstück so verdammt viel Geld, dass man das Gefühl haben muss, wir wohnen nicht in Waldershausen, sondern in München irgendwo. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Geht nicht, kann ich ja nicht verantworten, nicht ich nur, wenn ich sage, ich, der Stadtrat, die Ausschüsse sind da ja mit angebunden. Aber wir arbeiten dran, diese Schandflecken wegzukriegen, diese Brachflächen. Und da könnte ich jetzt, wenn ich hier oben Richtung Schütz gehe, diese alte Bude, wenn ich runter in die Fabrikstraße gucke, das sind alles nicht unsere Gebäude. Und ich weiß, dass wir auch kritisiert worden sind. Der Stadtrat hat ja nach langem Hin und Her und Überlegen gesagt, wir machen einen ÖPNV-Knotenpunkt unten und reißen den Bahnhof weg. Da gab es natürlich Leute, die sagen, unser schöner Bahnhof.
die das gesagt haben, auch in der Gruppe stand das, die da hätte ich mir gewünscht, dass sie da mal vorher reingehen. Und das Schlimme ist ja, es hat ja nicht die Stadt so verwahrlost. Wir haben es ja versucht, wir kaufen es, diesen Schrott, und versuchen es irgendwo. Und ich sage mal, das sind so, und das sage ich mal, die weichen Faktoren, Herr Döbel, da haben Sie doch recht, das ist hundertprozentig richtig. Natürlich braucht man die, Tourismus und so weiter. Und auch wenn wir über Gebietsreform vielleicht gleich noch reden, ich bin fest davon überzeugt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, hätten wir, wenn es irgendwann mit Bad Tabarz funktioniert, für diese Region eine Riesenchance. Eine Riesenchance, wenn wir das gemeinsam geschickt hinkriegen. Da gibt es Stolpersteine, die gibt es im Emsetal auch. Die werden immer kleiner, weil jetzt ab diesem Jahr geht es richtig los im Emsetal mit Investitionen. Aber für die Region und den weichen Standortfaktoren kann uns nichts Besseres passieren. Entschuldigung. Ich muss dich auch mal unterbrechen dürfen. Ja. Im Prinzip sind wir schon beim nächsten Punkt, den ich so als Überschrift stehen habe, und zwar Gebietsreform, da darf ich dich beruhigen und auch den Helge darf ich da beruhigen. Helge ist da wird gar nicht Thema werden, wenn dann nur am Rande, aber Tourismus ist natürlich schon ein Thema, ne? Also wir haben ja 7 Ortsteile, ich sage mal 8 Marktplätze und eine nicht geringe Anzahl von Dörfern. Ja. Macht sich natürlich auch berechtigte Hoffnung, im Tourismus weiter voranzukommen. Wie sind oder wo sind da noch Investitionen in der Zukunft vorgesehen? Jetzt gar nicht so kurzfristig, sondern wir reden ja für die nächsten 6 Jahre. Wo seht ihr beide da, ich will nicht das Wort Visionen in den Mund nehmen, aber Bedarf an Investitionen, die touristisches Potenzial haben in den Ortsteilen? Ich würde dich da ganz einfach mal zu Wort kommen lassen. Ja, also wo ich auf alle Fälle Bedarf sehe, ich laufe ja jeden Sonntag hier meine Runde durch den Wald, da sehe ich viele Waldwege, die, wenn man dann Richtung Tabarz kommt, wenn man Richtung Friedrich-Roda kommt, die dann schön beschriftet sind, ausgeschildert sind und so weiter, eine Attraktion bieten, das in Kombination mit Schloss Tenneberg irgendwie genutzt, vermarktet, dann hat Waltershausen ja auch ein Stück Rennsteig hinten in Winterstein. Das in die Richtung mit den Rennsteiganrainern in irgendeiner Form ein Konzept ausgearbeitet, dass man sich da arrangiert, dass man da mitspielt in der Sache. Winterstein ist da natürlich schon ganz gut dabei. Und selber Schloss Tenneberg ist für mich natürlich eine Investition, die weitergehen muss, die ja auch jetzt seit vielen Jahren läuft, um das wieder anders zu vermarkten. Gegenüber das Gebäude, da laufe ich auch fast jeden Tag dran vorbei, wo ja jetzt die letzten wieder ausgezogen sind. Ich glaube, 1, 2 wohnen noch drin. Wo? Gegenüber vom Schloss das. Das ist ein Privatbesitz. Das ehemalige Gefängnis. Gefängnis, ja. Ja, das ist Privateigentum. Das war das Landratsamt und dann dahinter das Gefängnis, das ist soweit ich da weiß. Da wohnt aber jemand drin. Wolfshäuser Bürger gekauft, der sehr dahinter ist, aber es wird sehr lange dauern. Da ist Lebenswerk. Hinten auch schon das Dach undicht, das fängt ja auch schon an mit einfallen. Und die Emsetal-Dörfer, die bieten natürlich einiges, was bisher ja schon teilweise mit Tabak zusammen vermarktet wird, wo man sich da zusammenschließen sollte. Nur Schlagworte. Selbe Frage an dich. Ich sag mal, Schloss, wir haben hier einen kompetenten Menschen sitzen hier vorne. Wir versuchen schon, und das läuft, denke ich, auch jedes Jahr ein Stückchen besser. Wir haben auch viele Veranstaltungen und so weiter. Wald ist richtig. Da muss ich allerdings immer wieder sagen, ist die Problematik der Eigentumsverhältnisse schwierig. Insbesondere im Emsetal, das ist Privatwald, da kommen wir nicht so einfach hin. Und Wald definiert jeder für sich. Der eine will reiten im Wald, einer will wandern, einer will Fahrrad fahren, der andere will als Wirtschaftswald. Und diese Interessen zu bündeln, aber Förster ist nicht ganz einfach immer. Also das ist schwierig, aber der Wald ist natürlich unsere große Herausforderung. Und ansonsten müssen wir insbesondere im Emsetal die nächsten 4 Jahre richtig klotzen. Da muss der Platz in Fischbach gemacht werden, da muss Infrastruktur gemacht werden, da ist viel, viel liegen geblieben. Und wenn ich Infrastruktur habe, kriege ich natürlich auch ein Stückchen Tourismus ran. Und jetzt komme ich trotzdem nochmal, auch wenn er eine andere Meinung hat und mein Kumpel Helge ja auch, ist ja auch okay.
wenn wir die Infrastruktur haben, könnte uns doch nichts besser passieren, dass wir jemanden finden, wie in Bad Tabarz, der das Geschäft, ich sage das mal, besser als wir können, weil wir eine Industriestadt sind. Und wir wären doch bekloppt, wenn wir uns nicht mit unseren Potenzialen, die Bad Tabarz hat und die wir haben, zusammentun. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Punkt. Ich will das jetzt auch nicht provozieren, also ist das Thema Gebietsreform derzeit vom Tisch, aber ich sage doch nur mal, vom Grundsatz, wenn wir richtig, was glaubt ihr, was die Kohle kriegt? Stelle ich die Frage nach der zukünftigen Zusammenarbeit mit Bad Tabarz. Die machen wir. Ja, ich sage jetzt mal, da kann ich nur einen Satz sagen, wir arbeiten auch ohne Gebietsreform weiter zusammen, der David und ich, wir haben also nicht alles ad acta gelegt, das geht ja. Das ist natürlich sinnvoll, klar. Das ist ja logisch, wenn ich jetzt dran denke, an den großen Osterspaziergang, da machen wir ja schon zusammen, da unterstützen wir uns und wir machen es jetzt erstmal auf kleiner Flamme, aber man kann ja Visionen haben, weil ich bin, ja, man merkt, dass ich auch entgegen manchmal Helge Rau da doch sprühe. Ist nun mal so. Jetzt habe ich das Thema Soziales mal so ein bisschen auf dem Schirm, also auch weiche Faktoren, ne? Es gibt ja immer einen Grund, warum jemand überhaupt im Wörthershausen wohnen bleiben will, wenn nicht schon einer dazu zieht. Jetzt ist natürlich ein ganz schlechter Faktor, dass wenn ich zum Arzt gehe, dass ich mich da früh um 8 hinsetze und oder mein Kumpel André, der sitzt hier, wo sitzt er denn? Der kam irgendwann mal mit einem Buch zu mir nachmittags, wirklich war hier so ein Buch, gell? Und hab gesagt, was machst denn du mit dem Buch? Und ich sage, ich war beim Arzt. Und ich sage, ja, das habe ich jetzt gelesen beim Arzt. Ja. Aber im Warteraum. Und es ist unglaublich, ich bin jetzt nicht so häufig krank, ja, aber es ist, auch wenn in Gotha, die Gotha haben eine Statistik aufgestellt, es gäbe keinen Ärztemangel, so haben die das sich hingerechnet, ja, möglicherweise. Ja, aber ich sehe das ein bisschen anders. Also ich denke, wenn jemand zum Arzt geht und kommt einfach nicht gleich dran, sagen wir mal innerhalb der nächsten halben oder Stunde, dann ist irgendwas faul im System. Fällt dir da was ein, wie wir da ein Stück weit vorwärts kommen können? Ja, ich würde das natürlich so weiter betreiben, wie es die FDP vor einigen Jahren mal angefangen hat mit diesem runden Tisch. Der ist ja jetzt auch verstetigt worden, der läuft ja jetzt weiter für den Kreis Gotha. Hat ja auch schon einige junge Ärzte angelockt, angezogen. Hat für Waltershausen jetzt selber noch keinen Effekt gehabt, leider, aber für die Region an sich. Und Ärzte ist natürlich ein Thema, was immer mehr gefragt wird. Wir hatten ja im Durchschnitt alle älter und wahrscheinlich auch alle ein bisschen kranker. Und da eigentlich genau das Gleiche wie beim Fachkräftemangel. Die Rahmenbedingungen schaffen, Kooperationen also mit der Uni. Also geht es ja eh nur über die Rahmenbedingungen. Ich kann ja keinem... zum Beispiel Arztpraxen zur Verfügung stellen, Räumlichkeiten in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Da gibt es ja auch akute Beispiele im Landkreis. Es gibt Gemeinden, die Kooperation mit der Uni Jena eingehen. Hier unten beim Kinderarzt, bei der Frau Dr. Spittel, ist ja auch eine junge Ärztin aus Jena, die irgendwann da bleibt. Das sind natürlich hervorragende Bedingungen, wo natürlich die Initiative von den Ärzten selber ausgeht in dem Fall, aber da, wo noch keine Ärzte sind, da, wo welche angesiedelt werden sollen, da gehen manche Gemeinden voran, rüsten Arztpraxen aus, stellen Räumlichkeiten zur Verfügung, schaffen da Bedingungen. Wo? Ich glaube, in Brandenburg gibt es sowas. Ich rede von Thüringen. Ich muss da widersprechen, weil Herr Döbel, da wird immer so der Eindruck erweckt, dass wir da mal eine Arztpraxis einrichten, dass ein Arzt kommt. Erstens kommt der nicht. Der kommt nicht. Da gibt es, und das wissen Sie auch, ausreichend Kriterien, warum. Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, weil dafür bin ich nicht verantwortlich. Ich sage zwar, ich bin für alles verantwortlich hier in der Stadt, aber wenn das so wäre, ich kann Ihnen garantieren, wir hätten mindestens 5 Ärzte mehr hier in der Stadt. Das wäre uns gelungen. Ich darf als Stadt keine Arztpraxis einrichten und jemanden geben. Es geht ja um die Räumlichkeiten überhaupt zur Verfügung zu stellen. Das Einrichten, das kriegen die ja zum Teil dann auch gefördert von Herrn Thüring. Nee, zur Verfügung stellen, da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass es Räume gibt und der muss die trotzdem bezahlen. Die wollen ja dann regelmäßig, kennt doch solche Modelle, wir lassen euch da rein und bezahlen keine Miete. Wenn ich das mache, kann irgendeiner in dieser Runde dem Staatsanwalt einen Brief schreiben und kann sagen, da bricht sie veruntreut gerade Geld.
ist so. Deswegen. Ich glaube, das wollen auch die Ärzte in dem Moment gar nicht. Doch, die wollen nicht das wollen mietfrei wohnen. Also die wollen einfach nur einen Fleck haben, wo sie entsprechend Kundschaft kriegen. Alle kennen in der Runde den Dr. Weiß. Wo sie Parkplätze haben und so weiter. Apotheker Dr. Weiß. Ja, genau. Richtig. Gebe ich euch recht. Ja. Aber eins muss ich ihm lassen. Was wir gemeinsam in den letzten Jahren versucht haben, hier Allgemeinmediziner ranzukriegen, kann ich euch im Ordner oben zeigen. Was wir für Schriftverkehr hatten, wie sich der Mann auch bemüht hat, der hat da unten ja gebaut. Und soll ich mal sagen, wer einen Strich durch die Rechnung gemacht hat? Ärzte in der näheren Umgebung, die bei der Kassenärztlichen Vereinigung sind. Ich will nicht den Namen nennen. Ich habe den Schriftverkehr bei mir liegen. Der hat sich bei mir beschwert. Ich habe mit dem Ministerium Kontakt aufgenommen. Der hat alles eingerichtet, mitten in die Stadt. Da, wo er die Apotheke hat. Ende vom Lied. Der hat natürlich gesagt, ich mache es nicht mehr. Weil der hat den Arzt schon hier gehabt. Den haben sie ihm abgeworben. Dieser Arzt, der hierher sollte, hat die Kassenärztliche Vereinigung, die im Nachbarort ist, gesagt, der passt besser in meine Praxis. Und da ist der jetzt. Punkt. So viel. Verstehen Sie mal, Sie haben ja recht, ich will das auch gerne. Nee, nicht nur ich, der Stadtrat auch. Aber da sind irgendwo Grenzen gesetzt. Und da muss ich wirklich sagen, da helfen solche Schlagwörter nicht weiter. Weil ich das Gefühl habe, dass man damit die Bevölkerung ein bisschen veralbert. Weil die glauben, die könnten... Müssen wir das mal so stehen lassen. Jetzt müssen wir das mal so stehen lassen. Mir ist in dem Gespräch jetzt Folgendes eingefallen. Wir haben hier unten ein Ärztehaus. Und ich bin hochgradig enttäuscht darüber, dass die es noch nicht mal selber hinkriegen, sich da hinten im Fahrstuhl dran zu machen, im popeligen Fahrstuhl. Ja. So sieht's aus. Ich habe da schon Leute gesehen, die sind hochgetragen worden zum Augenarzt. Es ist einfach beschämend. Ja. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Und währenddessen, die dann unten auf dem Bürgersteig standen, was haben sie gekriegt? Ein Knöllchen. Alles klar. Aber das ändert sich spätestens, wenn der Leibold das Kritschka-Haus mitmacht. Da kommt dann eventuell auch ein Stückchen... So was mit rein. Jetzt, ich hoffe, das ist das jetzt richtig. 29 Jahre sind es jetzt dieses Jahr fast. Ne? Was haben wir dieser 2018? Im November 89. Ja. Im November 89 ist der Herr Brichtsee gewählt worden und hat Durst signalisiert. Guck mal, da drüben steht. Hinter Helge steht was. Nein. Da drüben steht eine Flasche. Nach 29 Jahren kann man mal nachschenken. Oder so, genau. Guck mal, jetzt wird schon nachgeschenkt. Nach 29 Jahren, fast dieses Jahr wären es 29 Jahre. Jetzt müssen wir einfach mal sagen, unter, naja, nicht die Alleinherrschaft, wir leben immer noch in einer Demokratie. Ne? Wir leben immer noch in einer Demokratie. Und es gab hier durchgängig auch einen Stadtrat und Ausschüsse, die... den Bürgermeister bei seiner Arbeit begleitet haben. Jetzt müssen wir trotzdem mal die Frage stellen, nach diesen 29 Jahren, wie steht Wartershausen da? Wie seht ihr das beide? Also unabhängig. Würde ich dich zuerst bitten. Also ich weiß nicht, du bist jetzt deutlich jünger. Also ich habe da immer noch so das Bild vor Augen, wie es davor aussah. Ne? Und ich sehe natürlich jetzt auch ein... Ich habe auch meine Meinung dazu, einen deutlichen Schritt, aber ich würde dir jetzt einfach das Wort geben. Nach 29 Jahren Wartershausen, nach 29 Jahren Michael Brichtsee. Wie natürlich ist die Stadt? Eine hochgemeine Frage für mich. Also zunächst mal wohne ich seit 11 Jahren hier in der Stadt. Okay. Also ich kann sagen, was ich jetzt seit den 11 Jahren erlebt habe. Ich habe mehr Leben gespürt vor 11 Jahren. Ich kann mir natürlich vorstellen, wie es aussah. Ich kenne Videos, ich kenne Bilder. Ich kenne natürlich die vielen Erzählungen und kenne es auch aus meiner Heimat, was ich da natürlich getan hatte in der Zeit. Aber ich habe das Gefühl, vor 11 Jahren war einfach mehr los in dieser Stadt. Es war noch mehr Leben auf der Straße, es waren noch mehr Läden da. Es hat noch mehr funktioniert. Dass es in den 90er Jahren natürlich eine ganz andere Atmosphäre war, nach 40 Jahren Sozialismus, das ist ja... Ist ja auch klar, das sah in jeder anderen Stadt genauso aus. Und dann die 90er Jahre natürlich sich sehr viel auch durch Fördergelder und natürlich durch harte Arbeit der Menschen vor Ort viel zum Positiven entwickelt hat. Das sieht man überall. Aber wie gesagt, in den Jahren, in denen ich hier lebe, vermisse ich einige Sachen. Gut, dann will ich sagen, wir haben uns sehr gut entwickelt.
Das haben wir deswegen gemacht, weil wir von Anfang an gemeinsam diese Stadt entwickelt haben. Und da ist ja nicht nur ein Bürgermeister, sondern der Bürgermeister braucht ja auch Dinge im Stadtrat. Und da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist für mich eines der wesentlichen Punkte gewesen von Anfang an, dass in dieser Stadt niemand unterscheidet zwischen einem gelben, roten, schwarzen Schlagloch, sondern die sagen, ein Schlagloch muss gemacht werden. Und das war am Anfang der 90er Jahre ein bisschen holprig, aber später, denke ich, kontinuierlich eine wirklich gute, faire Zusammenarbeit im Stadtrat, unabhängig der Parteien. Und ich bin, ich sage mal, häufig in meiner eigenen Partei schärfer kritisiert worden als von manchen anderen. Das nur so nebenbei. Es ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Ich sehe das nicht ganz so. Ich gebe Ihnen ein Stück recht, dass sich natürlich die Innenstadt, was die Läden angeht, verändert hat. Aber vor 11 Jahren hat auch nicht jeder das Handy rausgenommen. Was brauchst du? Amazon? Und dann hat er es gehabt. Das war nicht. Und wir sollten uns die Augen nicht davor zumachen, dass alle Leute, die jetzt immer reden, wir würden ja gerne hier einkaufen, sollen sie es doch machen. Es gibt ja Sachen zum Einkaufen, aber nicht alles. Ich habe vor kurzem, beim Deutschen Städtetag einen hochinteressanten Vortrag gehört in Wernigerode zum Thema Handel in den letzten Jahren. Womit wir kämpfen hier in dieser Innenstadt, kämpfen alle anderen Städte auch. Insbesondere Kleinstädte, insbesondere. Und wenn Osnabrück 1970, will Osnabrück nicht mit Waltershausen vergleichen, Osnabrück 1970 noch 10 Kaufhäuser hatte, fragen Sie mich mal, wie viele die jetzt noch haben. 1. Und da überlegt man, wie lange noch. Ich will das Thema Handel nicht strapazieren. Ansonsten haben wir uns gut entwickelt. Wir haben einen Schuldenstand, der sich sehen lässt. Wir sind bei um die 500 Euro. Ist etwas angestiegen nach dem Emsetal, aber immer noch gut. Wir haben stetig steigende Haushalte. Wir haben, glaube ich, 2014 im Vermögenshaushalt noch 15, 16, so um die 4 Millionen investiert. Wir sind jetzt schon bei über 6 Millionen. Liegt natürlich auch daran, dass sich die finanzielle Situation verbessert hat. Wir nehmen schon seit Jahren keine Schulden auf und tilgen. Wir haben Visionen nach wie vor. Wenn ich überlege, ich könnte ja den ganzen Abend referieren, was wir in diesem Jahr, in den nächsten 2 Jahren machen wollen. Vom Bahnhof über die Einziehung von Straßen, die Bebelstraße, weil das ein Stückchen grün werden soll. Es soll wesentlich mehr grün in diese Stadt. Zumindest Helge freut sich, wenn er das hört. Da haben wir im nächsten Ausschuss, wollen wir über die Einziehung dieser Straße reden, weil wir die grün machen wollen, wenn der Aldi da unten hinbaut. Also es gibt noch eine ganze Menge. Und ich sage es immer wieder, wir schaffen hier in dieser Stadt Rahmenbedingungen. Mit Leben erfüllen müssen wir es irgendwie alle. Und da kann man auch nicht nur auf die Stadt gucken, sondern da gibt es ein Zusammenspiel von Händlern, von Vereinen und das könnte sicherlich noch besser sein. Und die Leute müssen halt wieder auf die Straße gelockt werden. Ja. Oder zumindest, dass das Engagement gesteigert werden. Ja, selbstverständlich, habe ich ja nichts dagegen. Frage nur wie. Frage nur wie. Ich habe noch eine Frage. Nee, die Fragen sind später dran. Das geht auch für dich. Oh. Ja. Wann sind Fragen dran? Jetzt, gleich. Gleich sind Fragen dran. Ich hab jetzt hier noch so eine kleine Liste. Da sind 7 Stichpunkte von mir drauf. Und ich würde ganz einfach, ich sage jetzt einfach mal Bad Daberts, was fällt dir dazu ein? Das ist eine schöne Stadt. Das ist eine stolze Stadt, denke ich mal. Oder so empfinde ich es. Und was soll mir sonst dazu einfallen? Ich bin gegen eine Vereinigung. Das wäre der Deckel auf unserem Topf, sage ich mal. Gute Zusammenarbeit, gute Leute, sage ich, als Vision für die nächsten Jahre. Nicht heute, nicht morgen. Aber man kann ja... Für eine hervorragende Zusammenarbeit auf alle Fälle. Man kann ja... Wo man sich in Tourismus zum Beispiel abspricht, in Branchen abspricht. Wir wachsen sowieso zusammen, davon bin ich überzeugt. Aber wie gesagt, da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Das soll so ein bisschen eine Kurzfragerunde werden. Also wir führen jetzt nicht großartig aus, aber du kannst gleich... Ich beantworte nur mit einem Satz. Du kannst gleich das nächste Stichwort bekommen, und zwar Ladenleerstand. Furchtbar, aber leider an bestimmten Stellen nicht zu verhindern. Wie gesagt, A, wegen Grundstücks, wegen Eigentumsdinge, wegen dem Kaufverhalten der Menschen, das kriegen wir auch heute und morgen. Nein, es wird nie wieder so werden, wie es vor 20 Jahren war, was
einkaufen in der Innenstadt. Nie wieder. Und du? Das schließe ich mich an, furchtbar natürlich. Es müssen aber keine Läden entstehen. Es sind ja zum Beispiel in Bad Langensalza hat man auch solche Kulturcafés jetzt gegründet. Was natürlich wer, von. Wer hat die gegründet? Private Initiativen. Ach, ja. Okay. Punkt. Und das ist natürlich von der Stadt befeuert und gefördert worden. Es wurden die Rahmenbedingungen so entsprechend geschaffen. Das sind 4, 5 kenne ich auf alle Fälle. Das könnte drin entstehen. Es könnten zum Beispiel Start-ups sich ansiedeln, indem man die mit entsprechenden Rahmenbedingungen lockt. Es könnten zum Beispiel Parkplatzsituationen ist entscheidend. Waldershausen haben wir, glaube ich, kostenfreies Parken. Aufgrund eines Herrn da hinten, der sich dafür sehr eingesetzt hat. Der sitzt da hinten und ist jetzt Bürgermeister in Bad Aber Haus. Ich denke, ich schließe mich dem an, es werden wahrscheinlich nicht wieder die Läden kommen, die einst da waren. Man sieht es ja jedes Jahr, wie wieder 1, 2 verschwinden. Aber es gibt durchaus Innenstadtkonzepte. Sömmer, da hat so ein Konzept zum Beispiel aufgestellt. Das ist eine Schnellfragerunde. So also ich bin im Prinzip, dein nächstes Stichwort wäre Oberes Waldtor. Was fällt dir dazu ein? Was eigentlich nur das Stichwort? Bist Waldershäuser, wie wir alle. Was soll mir dazu einfallen? Es ist eine schöne Ecke. Wird in den nächsten 3 bis 4 Jahren fertiggestellt und die Verhandlungen mit dem Reifenmenschen laufen. Da gibt es einen neuen Bebauungsplan, der baut an einer anderen Stelle, kommt in den nächsten Ausschuss. Mit denen haben wir gute Verhandlungen geführt, dass wir oben Baufreiheit haben und den Ziegenberg mit integrieren können. Ich habe heute Nachmittag erst mit dem Herrn Weißlitter gesprochen. Wir haben die Weichen gestellt. Im nächsten Stadtrat werden wir schon einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in der Ottrofer Straße machen. Herr Brichtzi, Herr Michael Brichtzi, die Thüringer Waldbahn, was fällt Ihnen dazu ein? Ist ein unbedingtes Muss, ohne die geht es gar nicht und ich sitze seit 1991 dort im Aufsichtsrat und habe alle Höhen und Tiefen miterlebt. Also muss definitiv bleiben, ist ein touristisches Alleinstellungsmerkmal aus meiner Sicht, kann ausgebaut werden, ist jetzt durch das WLAN aufgewertet worden, das finde ich eine sehr gute Investition. Noch und sollte durch die sollte die Stadt in jedem Fall weiterhin mit aller Kraft unterstützen. Haushalt? Stabil, Gott sei Dank, gute Einnahmen, kein Problem. Könnte immer ein bisschen mehr sein, aber... Ja, schließe ich mich an, es ist ein stabiler Haushalt. Das ist eine Grundvoraussetzung für eine gesunde Stadt, für eine zukünftige Stadt. Und ich würde mir insbesondere in diese Aktivitäten Richtung Jugendarbeit, Sozialarbeit, Betreuung von Jugendlichen, Kindern, zur Verfügung stellen von Räumlichkeiten, deutlich mehr Engagement im Haushalt wünschen. Fördermittel? Fördermittel, ich denke, da ist Waldershausen auch gut aufgestellt, um natürlich weiterhin Fördermittel einzuwerben, auch im großen Stil einzuwerben. Das muss irgendwo professionell weiter betrieben werden und wenn man die richtigen Leute kennt, das ist vorhin schon angeklungen, die richtigen Fördertöpfe kennt, ich habe selber viele Förderanträge ausgefüllt im Forschungsbereich, im Wissenschaftsbereich, auch da könnte ich mir natürlich Projekte vorstellen, in dieser Stadt zu initiieren, dann muss man da unbedingt dranbleiben, das ist ja eines der großen Finanzierungsquellen überhaupt, um voranzukommen. Selbe Stichwort. Wichtig ist, dass wir so viel Eigenanteil haben, dass wir Fördermittel ausgeben können. Das ist das A und O. Und ich sage mal, ich bin überzeugt davon, dass ich wirklich aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen Fördertöpfe aufmache und kenne, die zum Vorteil für diese Stadt sind. So, jetzt danke ich erstmal für das Streitgespräch. Und ich will jetzt kein Streitgespräch mit den Bürgern anfangen, aber es gab ja die eine oder andere Frage. Und zwar, die erste hatte... der Schlossgeist gestellt, wenn man sich so nennen darf, dann ist das halt so. Ne? Da muss ich ja arbeiten. Mike. Ist der oh, da ist so oft, hier, da ist jetzt so oft in der Zeitung schon gewesen. Ja, es geht mir gar nicht so um eine Frage, sondern es geht mir mal um eine Klarstellung. Sie haben die Attraktivität unserer Innenstadt bemängelt, Herr Döbel. Ich möchte Ihnen da mal aus der Praxis was erzählen, weil es ist mein Job. Ich habe jeden Tag mit Touristen zu tun. Wenn die Gäste zu mir aufs Schloss kommen, wissen, was die fast einheitlich sagen? Sie haben es gut, in so einer schönen Stadt zu wohnen. Die sind begeistert von unserer Stadt. Die finden unsere Stadt attraktiv. Die finde ich
auch attraktiv. Ja, natürlich in Ihrem Punkt aber anders. Und ich möchte noch was sagen zu Ihrem Thema WLAN. Der Durchschnittstourist, wissen Sie, dass der gar kein WLAN braucht? Ich habe nämlich mit meinen Touristen drüber gesprochen, weil ich bin gerne ein Mann der Praxis. Wissen Sie, was die mir gesagt haben? Ich habe so ein schönes Schloss. Ich habe die Wanderwege. Oh, ich habe den WLAN am Marktplatz. Da will ich mich hinsetzen und will meine Ruhe haben. Und das ist es, eine Ruhezone, nicht noch mehr Aufregung schaffen. Und da wäre es sinnvoll, die Bürger zu befragen oder die aus der Praxis befragen. Und eine Sache nur noch, weil Sie sehr viele Ideen haben. Ein Bürgermeister ist kein Zauberer, sondern da gibt es die Thüringer Kommunalordnung. Entschuldigung. Ist so. Aber es ist so. Und das ist ein ganz trockenes Thema. Ich will das nicht ausführen. Aber das ist die Thüringer Kommunalordnung. Und das ist ein Gesetz. Und daran muss sich ein Bürgermeister aber Standepede halten. Und da kann man nicht sagen, ich fördere das oder ich mache das auf. Und das, denke ich, würde ich nicht zu recherchieren. Weil ich kann doch den Bürgerinnen und Bürgern nichts versprechen, was ich dann per Gesetz nicht halten kann. Darum geht es. Einfach nur Thüringer Kommunalordnung sehen, was darf ich, was ist erlaubt. Weil das Leben, und das hat Herr Brechtzig gesagt, das Leben bringen die Bürger in diese Stadt. Und ich habe diese Gespräche auch geführt zum Thema keine Läden. So, wo habt ihr denn eingekauft? Und die Frage muss ich stellen. Und noch ganz kurz was zu Ihrem Thema Bildung. Bildung ist Landessache, nicht Kommunalsache. Zum Beispiel Bildungspläne werden von der Landesregierung aufgestellt. Und dann ist noch die Frage der Träger. Ich bin Pädagoge, daher weiß ich das. Ich denke, das darf man auch bitte nicht vermischen. Und wie gesagt, wir haben eine unglaublich schöne Stadt. Wir haben eine Stadt, in der noch was zu tun ist. Aber nicht schlecht reden, bitte. Weil ich habe jeden Tag Gäste, die sagen, Ihre Kirche, das Rathaus, das Klaustor, der Töpfersturm, das Waldtor. Ich könnte weitermachen. Sie sehen, ich bin von dieser Stadt begeistert. Und ich bin noch jünger als Sie hier. Bin ich jünger als Sie, aber jünger als Sie hier. Und deshalb bitte nicht schlecht reden. Nur um ich will es nicht schlecht reden und auch nicht um Wählerstimmen zu bekommen. Ich will einfach nur eine Richtung oder eine Entscheidung ermöglichen für die Leute zu sagen, es geht in die Richtung oder in die Richtung. Und da habe ich schon gesagt, ich werde auf Digitalisierung mehr Wert legen, mehr setzen, im Rahmen natürlich der gesetzlichen Vorschriften, das ist auch klar. Also ich will jetzt keine Thüringer Kommunalordnung über den Haufen werfen, das darf ich gar nicht. Und zur Bildung selber, ich habe die Diskussion jetzt auch seit vielen, vielen Jahren, bin kein Pädagoge, aber zumindest nicht originär. Diese Diskussion, die haben wir auch schon im Bildungsministerium geführt, mit der alten Bildungsministerin, mit dem neuen Bildungsminister, die haben wir in anderen, auch im Wirtschaftsministerium, die sprechen da ja auch nochmal ein gehöriges Wort mit, wenn es um manche Finanzierung von manchen Vorhaben geht. Aber da weiß ich, dass die Stadt natürlich nur einen sehr kleinen Spielraum hat bei sowas. Sie ist für die äußere Hülle der Schule verantwortlich, was da drin passiert im Bildungsplan. Das macht natürlich das Land. Aber da müssen wir jetzt mal einen Punkt machen. Wir haben nämlich noch eine ganze Reihe Wortmeldungen. David Ortmann hatte zum Thema Arzt oder Sozialbereich, so kann ich mich erinnern, etwas zu sagen gehabt. Wenn nicht, gebe ich weiter gleich. Ja, gib weiter. Dann habe ich noch eine Frage. Der Andreas. Und zwar nach 29 Jahren im Amt, Herr Brechtzig, was war da der größte Fehler, den Sie gemacht haben? Ich glaube, eines der größten Fehler war, dass wir eine Konzentration der Märkte in der Ortrover Straße haben. Ich würde das heute so nicht mehr entscheiden, wobei, ich sage mal, wir das auch nicht so entschieden haben. Das waren die Wirren der Zeit. Aber wenn ich überlege, wenn ich von Fehler rede, das ist ein Fehler gewesen. Aber die Grundstücke gehörten uns teilweise nicht, da haben wir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir hätten die Verteilung hätte anders sein müssen. Aber es ist nicht mehr rückgängig zu machen. Steffen Fuchs. Drei Fragen. Das eine Thema Digitalisierung ist so ein Schlagwort, nimmt man jetzt ganz gerne mit auf, aber ja. Zur Digitalisierung gehört auch zur Ehrlichkeit, dass sich ein Teil in der Digitalisierung gar nicht mitgenommen fühlt, weil sie auch gewisse Ängste davor haben. Ja. Sie suggerieren jetzt, wir machen hier Digitalisierung, Wirtschaft 4.0 und alles wird gut. Wie wollen Sie diesen Ängsten begegnen? Und die nächste Frage ist, wir haben jetzt sehr viel über Sozialthemen gehört, wir haben auch viel über Flächenthemen gehört. Wir haben uns auch schon im Stadtrat dazu unterhalten, dass auch der Bürgermeister hat vorhin zum Beispiel gesagt, er will auch Grün einen gewissen Raum geben. Welche Vorstellungen haben Sie zu Naturschutz? Welche Vorstellungen haben Sie zu Biotop oder auch Artenvielfalt? Das würde mich interessieren jetzt. Ja, zum ersten Thema selber Digitalisierung. Ich brenne für dieses Thema, das kann man wahrscheinlich merken. Das ist auch beruflich bei mir vorgeprägt.
Die Ängste, die nehmen immer größeren Raum jetzt in den Diskussionen ein. Die müssen wir natürlich ernst nehmen. Ich muss auch immer dazu sagen, manche sagen, Digitalisierung ändert alles oder ändert viel im Leben. Das stimmt so nicht. Also es gibt Studien dazu, dass sie sagen, ungefähr 5% unseres Lebens werden durch Digitalisierung bestimmt. Der Rest ist auch in 20, in 40, in 60 Jahren noch ganz klassisch. Ich muss irgendwie zur Arbeit gehen, ich muss mit dem Auto fahren und so weiter und so fort. Ich gehe in die Kaufhalle, koche mir mein Essen selber und so weiter. Also ungefähr 5% wird unser Leben durch Digitalisierung bestimmt werden. Es gibt natürlich einige Leute, viele Leute, das ist gar nicht zu unterschätzen, die davon überhaupt nichts halten, die das einfach auch nicht mitgehen. Bekannte von mir, die haben genauso, die haben weder ein Smartphone noch einen Internetanschluss und so weiter. Die wohnen in Schnepfenthal und sagen, ich brauche das alles nicht. Die haben auch nicht so viel Freizeit, die dadurch auch unter anderem vernichtet wird, wenn man 2 Stunden über ein Facebook hängt und so weiter. Es hat natürlich Schattenseiten und davor warne ich natürlich auch ganz normal bei meinen Kunden. Ich setze Digitalisierung da ein, in der Industrie ist es sinnvoll, Wirtschaft 4.0, Industrie 4.0 wird ein Standardfaktor werden, wenn ich Breitbandleitung habe, wenn ich die Fachkräfte dazu habe. Also das Breitband ist ja schon inzwischen Thema Nummer 2, die Fachkräfte sind Thema Nummer 1. Wie ich es aber verstanden habe, ging es um Ängste und so weiter. Wie wollen Sie diesen Ängsten auch? Also wenn Sie super sind, also die Ängste runterreden, halt als Bürgermeisterkandidat, okay, ich ziehe ein ins Rathaus und wir ziehen die Digitalisierung durch. Da gibt es jetzt sicherlich den gesellschaftlichen Teil, ich sage jetzt mal die jungen Leute, die sind da ganz auf ihrer Seite, weil die einfach gar kein Problem haben. Aber wir haben auch dieses mittlere Alter, beziehungsweise auch, Sie hatten vorhin schon angesprochen, wir werden immer älter. Dieses Alter, die eigentlich davon ganz außen vor sind. Wie wollen Sie dem begegnen? Die Leute müssen das ja nicht unbedingt mitmachen. Ich will ja nicht zu den Leuten ins Wohnzimmer gehen, will sagen jetzt, ihr müsst jetzt unbedingt bis sonst wohin digitalisiert werden. Ein Online-Formular, wovon ich ausgehe, dass in ein paar Jahren, ich werbe dafür, dass es schneller geht, auch die ganzen Behördengänge oder viele Behördengänge online abgewickelt werden können. Ich kann heute schon ein Bankkonto einrichten, indem ich meinen Ausweis vor eine Webcam halte und mich damit authentifiziere. Aber die Leute müssen es ja nicht. Sie können ja auch klassisch zur Sparkasse gehen und dort ein Konto einrichten. Kommt aber irgendwann der Punkt, an dem man die Fahrkarte nur noch an dem Automaten kaufen kann. Ja, das muss man einfach mal so sagen. Es fällt nicht jedem leicht. Ja, wir merken schon, dass wir in dem es gab nicht weiterkommen, aber da gab es noch diesen grünen Bereich. Ja, es gab auch andere gesellschaftliche Entwicklungen, die manche Leute nicht mitgetragen haben, nicht mitmachen wollten. Und irgendwann gab es da keine Alternative mehr. Dann gab es eine Generation, die einfach gar nichts anderes mehr kannte. Und so kann ich mir das auch in einigen Bereichen der Digitalisierung vorstellen. Grün ist für mich ganz klar ein weicher Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Das ist für mich eigentlich eine der schönsten Sachen noch mit an dieser Stadt. Natürlich haben wir einen tollen Marktplatz. Die Kirche ist wunderbar. Das ist auch immer so die erste Attraktion, wenn wir Gäste kriegen, dass wir in die Kirche gehen zum Beispiel. Und das finde ich eigentlich das Herrliche. Also wir verbringen den Sonntag, je nach Wetter, ich allein oder wir als Familie fast ausschließlich im Grün. Wir wohnen auch am Waldrand. Für mich verträgt diese Stadt natürlich noch ein bisschen mehr Grün in der Innenstadt. Aber das ist für mich ein ganz wesentlicher Faktor, auch überhaupt diese ganze Trend zum ökologischen Leben. Zum ökologischen Leben der Menschen, dass wir natürlich nachhaltig leben, dass wir unseren Planeten so hinterlassen, wie wir ihn zur Geburt vorgefunden haben. Den Trend unterstütze ich natürlich voll und ganz. Das ist eine ganz super Entwicklung, auch eine notwendige Entwicklung. Das ist ja nicht nur ein nice to have irgendwo, sondern das ist ja auch unsere Pflicht als Menschen, dass wir unseren Kindern nicht mehr Lasten hinterlassen, wie sie in vorhergehenden Generationen waren, als wir vorgefunden haben. Ich glaube auch ganz klar dran, dass wir in 20, 30 Jahren nur noch ökologischen Strom zum Beispiel produzieren. Da haben wir kein Atomkraftwerk, zumindest nicht mehr in Deutschland, vielleicht auch nicht in Europa. Und da haben wir auch keine Kohlekraftwerke sonst nicht mehr. Unsere Kinder oder spätestens unsere Kindeskinder werden Strom ganz selbstverständlich aus Photovoltaikmodulen und Windrädern, Biomasse und so weiter. Das ist auch gut so. Jetzt habe ich aber noch eine Bemerkung Bemerkung, Herr Döbel, Sie haben sich gerade großartig widersprochen. Ich muss Ihnen das so sagen. Vor anderthalb Jahren, ein oder drei Wochen, ich weiß es nicht genau, haben Sie mich kritisiert und haben gesagt, Herr Bricht, Sie sollen nicht so viel Geld für die grünen Blumenschalen in der Stadt ausgeben, sondern mehr für die Digitalisierung. Nur als Bemerkung ohne weitere Interpretation.
Nein, ich habe gesagt, nicht so viel Blumen. Ich kann Ihnen den Artikel zeigen, wir brauchen darüber nicht zu reden. Ist doch Punkt. Sondern Sie aus der hiesigen Gärtnerei zum Beispiel holen. Das war mein Kritikpunkt. Ja, ich kann Ihnen den Artikel zeigen. Dann steht in dem Artikel auch drin, dass Sie das Grün auf meinem Grundstück vermissen, was sich nämlich hinter dem Haus befindet, weil vorne ist nämlich die Einfahrt. Die ist naja, gut, das sollte jetzt nicht Thema werden. Die Ecke Krischke hat es sich, soweit ich weiß. Ich verfolge so ein bisschen das Auftreten Ihrer Person in der digitalen Welt. Hut ab dafür, dass Sie so viele Artikel in der TA kriegen. Also ich bin begeistert, das muss ich Ihnen sagen. Sie muss einen heißen Draht haben. Wenn ich das mal haben will, muss ich Sie ansprechen, wie ich das bekomme. Aber was ich so festgestellt habe, ist, was da kommt. Ich bin so gerne der Wie-Frager. Wie stellen Sie sich das vor? Das erste Thema, was mir etwas komisch vorkam, war dieser Zebrastreifen an der Kreisverkehr. So, es gab in dieser Diskussion bei dem, postete, nur zur Erklärung, dass das Schreiben der Stadt Waltershausen auf seine Anfrage. Ein User fragte sie, wir wissen nicht, was sie gefragt haben. Das habe ich danach geschickt. Das kam, die 25 Kommentare kamen das nicht so richtig raus, was sie genau gefragt haben und an welcher Quelle sie gefragt haben. Das war das eine. Lassen Sie mich kurz noch ausführen. Darf ich nicht. So, dann habe ich uns zwischendurch die Atomlager-Enddiskussion drin. Wo ich sage, gibt es einen wirklich einen Anlass dazu, muss ich Angst haben um mein Kind, kommt ein Atommüllendlager nach Thüringen oder ist das eine Petition, die ich einfach so rausreiße? Dann komme ich zu der anderen Diskussion, dass die Stadt Waltershausen eine Bürgersprechstunde oder Öffnungszeiten am Wochenende aufrichten soll. Haben wir schon mal gemacht. Ja, diese Information habe ich auch schon. Aber die Frage ist, diese ganzen Sachen, die Sie da ranbringen, hält keiner Nachfrage stand, weil ich frage auch das Ding, wie möchten Sie die Innenstadt bereinigen? Und ich gebe Herrn Bricht Sie recht, ich bin für Ihr Recht mit dem Markt und dem Hotspot. Gehen Sie mal um 5 auf den Markt. Setzen Sie sich im Sommer nur zum Italiener. Das Geschrei vom Markt ist nur für die Gäste vom Italiener schon schlecht. Sie wollen diesen Leuten begegnen. Sie wollen dieses Problem lösen. Und da hätte ich gerne gewusst, wie? Wie bringen Sie die etwas lauteren Menschen vom Markt? Wie? Also ich gehe mal auf alle Fragen nacheinander ein. Ich glaube, das lässt sich gar nicht so. Sie haben sie geschaffen, viele Baustellen. Ja. Sie versuchen damit, Leute zu beeindrucken, was ja ohne weiteres auch ein gutes Recht ist. Aber Sie müssen auch damit rechnen, dass die Frage des Wies kommt. Und ich meine sicherlich, Sie gehören der FDP an. Sie sind nicht, sagen wir mal, von der Jugend her sicherlich Ansprechpartner für die Jugend. Ich halte mich schon für zu alt dafür. Aber Sie wollen doch bestimmt auf die Jugend rumreisen. Zu sagen, geht zur Wahl, wählt bitte mich. Natürlich. Aber wie? Also, Frau Kreschke, ich glaube, das ist ein bisschen viel jetzt am Block gewesen. Ne? Nein, aber die Frage ist doch, du hast auch die ganze Zeit gesagt, er möchte das, aber immer die Frage ist, wie, lass ihn doch mal sagen, wie er es umsetzen möchte. Dass er den Plan hat, ist eine schöne Frage, die haben wir alle. Aber ich möchte gerne wissen, wie stellen Sie sich Ihre Vision in der tatsächlichen Umsetzung vor? Was ist Ihr Plan? In der tatsächlichen Umsetzung stelle ich es mir so vor, dass man das Bürgerengagement überhaupt erstmal fördert, durch natürlich neue Kommunikationskanäle, dass man die natürlich nutzt. Die Leute, die gehen nur noch bedingt zu Bürgersprechstunden, die gehen nur noch bestimmt bedingt zu irgendwelchen Veranstaltungen und so weiter. Das stimmt. Bieten Sie es an? Was anbieten? Diese Bürgersprechstunden, bieten Sie es an? Es kommen bestimmt Leute, aber es kommen nur diese interessierten Leute. Sie erreichen nicht die nicht interessiert sind. Also, die sehen Sie heute hier nicht hier. Ja, wir dürfen aber jetzt nicht die Nachfrage der Nachfrage der Nachfrage. Das funktioniert nicht. Wir müssen mal im Detail. Ich habe unter anderem, habe ich ja auch gehört, Samstag Ämter geöffnet oder sowas. Ne? Ich habe da auch dazu von seinem Kreisverband, sage ich jetzt mal, bist ja nicht alleine da, also auf eurer Webseite steht zum Beispiel sowas, das musste ich mir aufschreiben, Ämter sollen teilprivatisiert werden. Also das musste ich mir erst mal aufschreiben. Gell? Und
Das weiß ich nicht, wo die Aussage herkommt. Ja, also geht das. Aber geht. Da hatte ich ja auch nur ein Kind auf dieser Seite, also diese 10 Jahre alt. Ämter privatisieren geht überhaupt nicht. Ich bin auch kein großer Freund von solchen Sprüchen auch. Wir müssen das in die Wirtschaft geben, die können das besser. Ich sag mal, wir hätten unsere Krise unter anderem mit den kommunalen Sparkassen nicht so gut überstanden, wenn wir die nicht hätten. Oder wenn ich an unsere kommunalen Stadtwerke denke, die vor 10 Jahren die ersten schon tot geglaubt haben. Wenn wir die nicht hätten, gucken wir uns die großen Energiekonzerne an. Ich bin auf keinen Fall für die Privatisierung solcher Einrichtungen. Nee, ja, ich sag noch was zu der Aussage. Stadtwerkeverband. Hab jetzt auch, Herr Döbel, ich habe jetzt auch nicht Sie gemeint. Ja. Ich habe jetzt auf die Frage und zu dem Thema, aber dass am Samstag die Ämter aufhaben. Also da gibt es nur zwei Dinge, die man zumindest beachten muss. A, es gibt im öffentlichen Dienst ein Tarifrecht. Kann ich machen, was ich will. Das heißt, wenn ich Sonnabend aufhabe, habe ich Dienstagnachmittag zu. Oder wir brauchen 10 neue Leute. Erstens. Und zweitens haben wir das alles schon versucht. Das bringt in dieser Stadt leider nichts. Und ich sage mal, wir würden uns als Stadtrat ja schon mal wünschen, wenn hin und wieder mal 5 Besucher im Stadtrat wären. Da würden die nämlich A, vor jeder Stadtratssitzung Fragen beantwortet bekommen, weil wir eine Einwohnerfragestunde machen. Vor jeder Sitzung. Das geht schon seit 25 Jahren. Auch damals auf Antrag der SPD-Fraktion, weiß ich noch. Da haben wir uns ein bisschen schwer getan. Da wünschten wir uns alle mal, dann kommt doch mal zu uns und fragt uns das Gremium, was besser geht. Wir wissen auch nicht alles, wir machen auch Fehler. Deswegen sage ich mal, kann ich nur eins eben bitten und warnen, eben solche Sachen, wir müssen das und das und das machen. Ja, gerne, wenn Einfälle kommen, sofort. Ich nehme das alles gerne mit auf oder der Stadtrat. Aber es muss dann eben auch realistisch sein und umsetzbar. Und ich wünsche mir nicht eine andere Öffnungszeit, weil die Leute sprechen mich auf der Straße an. Wenn ich gehe ja manchmal sonntags früh gar nicht einkaufen, deswegen. Mal schnell sein muss. Ich muss jetzt mal selber das Recht nutzen, die eine Frage aufzugreifen. Du hattest ganz am Anfang, Elke Kreschke, hattest ganz am Anfang gesagt, da war was mit Zebrastreifen am Kreisverkehr und ich habe sowas im Hinterkopf. Eins weiß ich aber sicher, dass das mal Thema im Stadtrat war, aber meiner Meinung nach kam das von der Bürgerinitiative, kann das sein? Oder sogar von uns, ich weiß es nicht, aber eins ist sicher, von uns, ja? Eins ist sicher, dass uns von Ihnen, von dir, kein Antrag erreicht hat, kein Papier, keine Bitte, es saß keiner da. Also wir sind jetzt dummerweise da selber drauf gekommen, auf diesen Zebrastreifen, dass wir da was machen wollten, was aber dann aus technischen Gründen nicht ging. Straßenbauamt ging nicht, aber ich bin seit 1,5 Jahren nicht mehr bei Facebook, ne? Sage ich jetzt mal so, ist auch gar nicht so dramatisch vielleicht, aber mir ist natürlich öfters schon mal angetragen worden, da wird das und das gesagt und das und das gesagt, das ist aber jetzt nicht... der Weg, wie man den gehen muss oder sollte. Gell? Vielleicht ist es wirklich besser, du kommst zum nächsten Stadtrat und nimmst teil. Also das mache ich gern zu dem Zebrastreifen selber. Das war tatsächlich eine Facebook-Diskussion. Es gibt ja permanent Facebook-Diskussionen über die Stadt. Eigentlich täglich laufen die Diskussionen ab. Also man merkt auch, wie sich die Diskussion... Wird ja halt, hier, glaube ich, auch halt zu Facebook übertragen. Ja. Wie die natürlich ins Netz nach und nach wandert, worauf ja auch eine Behörde oder eine Stadt reagieren sollte und muss. Und das war eine Anfrage direkt an Herrn Platzek und da habe ich auch innerhalb von einem Tag eine Antwort bekommen und habe die veröffentlicht. Dann kam die berechtigte Einwand, die Anfrage fehlt und dann habe ich die Anfrage noch mit rangehängt. Das ging aus dieser Diskussion hervor. Das zum Hintergrund mit diesen Zebrastreifen. Herr Döbel, ich muss korrigieren, die Anfrage ging ans Landratsamt. Die ging erst ans Landratsamt und die weil mir so, gesagt wurde, die war dass so die gestellt, die Stadt sollte sich mal drum kümmern. Ich will das nur der guten Ordnung halber sagen. Ja. So viel Ehrlichkeit muss sein. Sie haben geschrieben hier, die Stadt sollte endlich mal, weil das ein Unfallschwerpunkt ist. Sie haben nicht den Steffen Platzek gefragt, sondern wir haben Ihnen die Antwort gegeben. Genau, weil meine Information war, dass die für die Straße verantwortlich ja, weil es A kein Unfallschwerpunkt ist, wir B Straßenbaulastträger sind, wir C den Kreisverkehr mit dem Straßenbauamt hoffentlich ab 2020 spätestens grundhaft sanieren, wenn wir mit dem anderen fertig sind, dann brauche ich auch noch viel Überzeugungsarbeit, wenn ich denn am 15. wieder gewählt werde.
Und dann wollen wir auch die Situation da unten hoffentlich entschärfen mit dem Straßenbeamt. Das ist eigentlich das Problem. Und das ist definitiv nötig da unten. Und ich sage mal, und den letzter Satz zu dem, ich muss ja schon immer mal schmunzeln, wie auch andere Menschen mir die Verkehrsprobleme hier rüberbringen, dass sie alle hier, das ist, ja, wir was machen müssen und blitzen. Wenn sich jeder Autofahrer, hin und wieder mal die Straßenverkehrsordnung anguckt, das hier rechts vor links gilt, brauche ich keinen Zebrastreifen hier. Weil es eine 20er-Zone, da darf ich gar keinen machen. Und alle Leute, die mir immer wieder sagen, es ist gefährlich und da komme ich nicht über die Straße, die waren scheinbar lange nicht in einer etwas größeren oder Großstadt. Ich war vor kurzem in Hamburg, bin mit dem ÖPNV gefahren, da sind also solche Kinder eingestiegen, ihr Kind, mein Enkel, wo ich sage, ach du meine Güte, nur gut, das sind Waltershausen, wo uns der arme Kleine, ich könnte den gar nicht da los. Ja, weil wir da wesentlich anders denken als in der Großstadt. Und deswegen, und ein letzter Satz zum Zebrastreifen, so schön das alles klingt, Zebrastreifen sind gefährlicher, als wenn wir sie nicht machen würden. Weil die Kinder glauben, das ist jetzt meins. Aber die Autofahrer, ich bin ja auch einer, nicht immer richtig damit umgehen. Will ich nur gesagt haben. Deswegen mit den Zebrastreifen bin ich auch wieder vorsichtig. Jetzt ist, glaube ich, schon fast die letzte Frage, wenn nicht noch, ach, der Klaus Anschütz, also, ne, dann haben wir doch noch ein paar. Also jetzt Steffen Fuchs, Klaus Anschütz. Also bei den weiteren Fragen ziehe ich jetzt zurück. Okay, dann ist, Klaus Anschütz. Herr Dürbel, ich würde noch mal Ihre Motivlage gerne wissen, warum Sie gegen den Anschluss von Bad Havas an Waltershausen sind. Das ist mir ein bisschen zu kurz vorgekommen. Vorhin muss mich dazu auch gleich outen, dass ich ein absoluter Fan von diesem Zusammenschluss bin. Das sage ich auch als Ortsteilbürgermeister von Schnepfenthal, wohl wissend, dass vielleicht dann eine ganze Zeit Investitionen, die auch ein bisschen was Schnepfenthal abbekommen könnte, vielleicht doch verstärkt auch in Tavaz mit eingesetzt wirken, was wir jetzt auch mit dem Emsetal teilweise merken. Aber die Ortsteile sind schon ganz gut ausgestattet, sodass ich glaube, dass wir das alles verkraften können, wenn wir über die schönen Stückchen drüber wegschauen. Geht es mir doch bitte um eine kurze Antwort? Ja, nee, Moment, ich wollte doch einen kleinen Nachsatz sagen. Oh ja, dann. Ganz einfach deshalb. Ganz einfach deshalb, weil wir in Schnepfenthal mit unserer Philanthropie auch in dem touristischen Umfeld einen Mosaikstein hier haben, der auch aufgrund der Größe der Stadt, und das hat der Bürgermeister vorhin, glaube ich, auch richtig so gesagt, die Stärken zusammenbringen, Tavaz mit der Tourismusvermarktung, mit dem Tourismus-Equipment, was sie auch dort haben, könnten wir in Schnepfenthal auch davon profitieren, wenn vielleicht auch ein Weg oder was anderes mal zwei Jahre später erst gemacht würden, aufgrund der finanziellen Verschiebungen. Also mit anderen Worten, ich glaube, wenn man da in der Region ein Stückchen größer schaut. Tut mir leid, also das ist ja gut. Ich bin muss ja dich jetzt leider unterbrechen. Ja, ja, sonst weiß man den Anfang der Frage nicht mehr. Nee, es ging nur, die Frage ging nur darum, aus welchem Grund, dass Sie gegen jetzt diesen Anschluss von Bad Havas an Waltershausen sind. Weil das für die Zukunft der Region wichtig ist. Ja, also ich denke, Bad Harpertz ist eine sehr schöne Stadt, eine stolze Stadt für sich. Es sollte auch eine sehr enge Zusammenarbeit natürlich stattfinden, die ja schon stattfindet. Das sollte man auf dem Gebiet ausbauen. Aber ich sehe einfach, es gibt natürlich finanzielle Anreize vom Land noch, sollte die Gebietsreform so kommen und sollten auch die Gesetze so bestehen, wie sie zurzeit beschlossen wurden. Aber ich sehe einfach keinen Sinn, keinen näheren Sinn da drin, diese zwei Städte, die ja für sich genommen eigentlich sehr schöne Orte sind und für sich auch ordentlich wirtschaften, jetzt zusammenzuwerfen. Also in Waltershäuser sollte hier in Waltershäuser bleiben. Gut, ein Schnepfenthaler bleibt auch ein Schnepfenthaler. Bleiben soll. Aber, also ich fühle mich als Schnepfenthaler als erstes und dann ist als Waltershäuser. Was ich dazu sage. Gut, dann... dann lassen wir das so stehen und da würde ich den Andreas bitten, der, und dann Alex hat das noch eine Frage. Und zwar, Sie wagen jetzt, Herr Dürbel, den Angriff aufs Rathaus. Was wollen Sie in den ersten 100 Tagen durchsetzen? Was wäre Ihre Idee für diese Zeit?
In den ersten 100 Tagen, das habe ich bisher immer, wenn ich einen neuen Shop so angetreten habe, so gemacht, natürlich erstmal gescannt, was ist da, mir die Prozesse angeschaut, zu schauen, das Tagesgeschäft sortiert, wie läuft es überhaupt, in welchem Amt wird wie gearbeitet, was sind so die normalen Abläufe, und mir Gedanken machen, wie kann man diese Abläufe effizienter gestalten, wie kann man Prozesse optimieren. Das ist auch einer meiner Schwerpunkte in der Vorlesung. Und einfach in die Richtung aufräumen will ich nicht sagen. Ich unterstelle den Leuten auf keinen Fall, dass sie schlecht arbeiten oder dass sie ineffizient arbeiten, aber einfach mal ein Gefühl dafür kriegen, was kann man an der Stelle auch durch moderne Hilfsmittel, ich will nicht schon wieder diesen Begriff der Digitalisierung jetzt gebrauchen, aber durch einfach moderne Optimierungsmethoden verbessern. Die 100 Tage Stillstand können wir uns sparen, wenn ich gewählt werde. Ich möchte mal ganz kurz was einpflegen. Wir arbeiten auch nicht mehr mit Schiefertafeln. Also das glaube ich. Alexander Lorenz hatte eine Frage an. Eigentlich an beide. Ich habe jetzt ein bisschen den Vorteil, ich habe da schon mal ein kurzes Gespräch geführt, was ich denke noch, was ein Thema war, was gar nicht zur Sprache gekommen ist. Das heißt ja immer, es fehlen die Fachkräfte für die Fabriken und Industrie, die hier kommen wollen. Das Problem ist im Hintergrund aber, dass es auch gar keine Grundstücke mehr gibt oder irgendwelchen Familienwohnraum, der jetzt in einem sanierten, ordentlichen Zustand ist und dort im Endeffekt da ja auch dann für Familien finanzierbar, kaufbar und so weiter ist und wieder letztendlich dann... Ich denke, die Frage ist schon angekommen. Herr Lorenz, kann ich Ihnen schon beantworten? Zwei ganz kurze Anmerkungen dazu. Erstens, es gibt in unserem Flächennutzungsplan Flächen, die wir dafür vorgesehen haben, in Schnepfenthal, Leinaer Weg zum Beispiel, und ich müsste jetzt noch gucken, es gibt einige Stellen. Das Grundproblem ist das Thema Flächenversiegelung und die Genehmigung über das Landesverwaltungsamt und der Bauverwaltung. Ich habe gestern auch das zum Thema, nachdem wir geredet haben vor ein paar Tagen, mit dem Tiefensee darüber gesprochen. Da war übrigens auch euer Landratskandidat da, der Herr Uno Eckert. Ich habe dem gesagt, und da der ja im Landesverwaltungsamt arbeitet, kann er das ja mitnehmen, kann sagen, hier, wir müssen uns Gedanken machen. Ich kann nicht auf der einen Seite Gewerbegebiete erschließen und ich sage mal, Flächen für preiswerten, da ist immer die Spanne, was ist preiswert, aber für Wohnungsbau auslassen. Im Moment steht das Landesverwaltungsamt auf dem Standpunkt, ihr habt doch in der Innenstadt noch Flächen, wenn die alle versiegelt sind, dann geben wir euch die Genehmigung. Das hat der Minister mitgenommen und ich verspreche mir ein Stückchen, dass da ein Schwung reinkommt, weil ich sage, es geht gar nicht anders. Weil wir brauchen Leute, die auch sich ein Haus bauen und nicht nach Eisenach ziehen und hier zu arbeiten. Wir wollen die hier haben. Ein Tipp, es soll ja ein neuer Aldi kommen. Weil auf dem Bahnhofsplatz, und Aldi baut in Berlin gerade auf seiner, der reißen alte Filialen weg und bauen dort drei- oder vierstöckige Filialen hin praktisch, und der obere Teil wird als Wohnung gemacht. Und bevor wir dann wieder ein Aldi leer stehen haben, wo noch keiner weiß, ob da die nächste Bibliothek, ich weiß nicht, was da geplant ist mit dem alten Aldi, dann dahin kommt, weil ja auch dieser Platz am dänischen Bettenlager wohl früher mal ein Discounter war und relativ leer da so vor sich hin lebt, ist das vielleicht auch eine Idee zukünftig, jetzt sicher nicht mehr, dass man sagt, man muss vielleicht auch irgendwie intelligenter bei so neuen Bauprojekten, die den Handel oder was auch immer betreffen, dann versuchen, diese Flächen mit zu nutzen, um eben nicht zusätzliche Flächen zu versiegeln. Gerne, ich sag mal, zu dem Problem hier, Aldi, ist eben das Grundproblem, die sind jetzt dort eingemietet und der Pachtvertrag oder Mietvertrag läuft, glaube ich, 2021 aus. Und Aldi hat eben völlig, oder die Supermärkte, neue Konzepte im Vergleich zu vor 20 Jahren. Die wollen selber bauen. Die bauen inzwischen auch Aldi wesentlich schicker. Was aus dem Gebäude ist, wissen wir noch nicht, aber wir arbeiten mit dem Eigentümer, dass wir was Vernünftiges reinkriegen. Aber ansonsten stimme ich ihm zu. Aber da muss es eben auch ein Zusammenspiel geben zwischen denen, die das machen wollen, und den Genehmigungsbehörden. Und wenn ich mal da auf unsere Bebauungspläne gucke, ihr seht doch, wenn nur 20 Zentimeter über die Baugrenze gebaut wird, muss es beschlossen werden, dass der das darf. Das ist ein Irrsinn. Das müsste ein Stückchen entrümpelt werden, aber das können wir nicht. Aber solche Ideen sind in Ordnung. Und Sie sehen, wir haben kaum geredet und ich habe es zumindest gleich angebracht. Elke Kreschke hat das, glaube ich, noch so gemacht. Gell? Du wolltest noch was? Ja,
Ah, und dann der Wintersteiner. Der Wintersteiner Bürgermeister. Der kommt dann. Herr Döbel, ich habe dafür nur eine Frage. Ja. Haben Sie in Ihrem Leben jemals in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet? Ich war 5 Jahre zumindest an einem Forschungsinstitut tätig. Das war nein, keine öffentliche Verwaltung. Wir waren ans Wissenschaftsministerium angebunden. Das ist unsere obere Behörde gewesen. Also noch nie. War keine Verwaltungsarbeit, nein. Naja gut, ich glaube aber der David Obmann war auch noch nicht in der Verwaltung und er macht einen guten Job. Also es kann auch immer ganz anders werden. Fertigung, gut. Wie groß ist denn Ihre Verwaltung? Gut, danke. Ja, okay. Gut, ich glaube, das fast letzte Wort überlassen wir dem, auch einem Bürgermeister, dem Ortsteilbürgermeister aus Winterstein. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, da war ja Montag auch so ein, wir hatten schon mehrfach die Sache mit Zeitungsberichten, am Montag war auch einer drin. Ich muss jetzt doch nochmal kurz Frage stellen. Da ging es um die Umgehungsstraße in Winterstein. Ja. Was wäre denn da Ihre Vorgehensweise gewesen? Weil ich möchte aber ganz kurz die Faktenlage. Sie hatten ja den Zustand und die Planung kritisiert. Die Planung und Ausführung ist Landessache. Also Stadt und Kreis haben da nicht viel zu sagen in dem Sinne. Wir müssen uns mit dem begnügen, was das Land auf die Beine gestellt hat. Was im Rahmen dessen, was möglich ist, Naturschutzgebiet, Vogelschutzgebiet, Trinkwasserschutzgebiet, Privatwald, keine schlechte Geschichte ist. Und wir sind auf diese Umgehungsstraßen wahrscheinlich stark angewiesen, sonst wäre die ganze Baumaßnahme nicht möglich. Und damit steht und fällt in Winterstein sehr viel in den nächsten Jahren. Da hätte ich jetzt gerne mal Ihre Vorgehensweise gehört. Also meine Vorgehensweise wäre die folgende. Ich spreche solche Themen regelmäßig an, in Weimar an der Bauhausschule, da habe ich einen Verkehrstechniker, Verkehrsplaner. Und da haben wir uns auch schon über die Innenstadt unterhalten, haben wir schon andere Sachen unterhalten. Und den hätte ich einfach mal eingeladen, um den mal anzuhören aus Expertensicht, was er dazu sagt. Das Problem ist bloß, Herr Döbel, es hilft uns nicht. Es bringt Unruhe in den Ort, sehr viel Unruhe. Es ist eine ganz, ganz schwierige Baustelle, die wir als Stadt geerbt haben 2014. Ich muss das hier so deutlich sagen, wir haben bei der Übernahme nicht mal annähernd gewusst, dass diese Straße das Straßenbauamt schon in den 90er Jahren geplant hat, zur Seite gelegt hat, 2012 weitermachen wollte und das Straßenbauamt damals einen Brief gekriegt hat, wir haben kein Geld, wartet bis wir eingemeindet sind, ich will keine Namen nennen, das Schreiben liegt mir vor und dann haben wir 2014 die Straße geerbt mit allen Dingen, die da auf uns zugekommen sind, mit einer alten Planung und so weiter und es ist tatsächlich so, dass es furchtbar ist, weil das wird mindestens 10 Jahre dauern, bis die Straße fertig ist. Ja. 160 Meter für 2,5 Jahre, dann machen wir eine Pause, weil wir noch Schmerbach müssen. Und dieses Zusammenspiel, wissen Sie, wie kompliziert ein Zusammenspiel ist an einer Baumaßnahme, wo die Stadt am Rande steht, weil wir nur die Prügel kassieren in Einwohnerversammlungen, wir gar nicht der Bauträger sind. Das Straßenbauamt baut, der Zweckverband baut, die Energieversorgung baut und wir mit unseren Kleinigkeiten nur am Rande mitmachen, damit wir nicht nochmal von vorne anfangen. Schnepfental, Bahnübergang und so weiter. Und dass wir die Prügel kriegen oder so, das ist ja völlig in Ordnung. Einer muss es ja den Leuten sagen und ich halte es immer noch besser, eine Einwohnerversammlung mehr zu machen und auch mal richtig den Frust mir anzuhören, weil das ist besser, als wenn sie irgendwann einen Brief kriegen und dann noch mehr schimpfen und ich höre es nicht so, können wir wenigstens kommunizieren und darauf reagieren. Aber ich sag mal, dieses Zusammenspiel von diesen Baulastträgern und nun haben wir in Winterstein es geschafft, Privatwald, Naturschutzgebiet. Selbst wenn Sie Gespräche mit jemandem führen, natürlich gibt es solche Systeme, die auch alle sicherlich ein Stückchen Geld kosten. Wenn derjenige, der es macht, dann nicht mit an den Tisch kommt und sagt, es interessiert mich gar nicht, dann bringt das in das Dorf Unruhe. Punkt. Kein Vorwurf, ich will es nur gesagt haben, das war ja in Winterstein so. Moment, an jeden, okay, gut. Jetzt noch an die abschließende Frage. Wir hatten ja eingangs oder schon mehrfach jetzt die Diskussion mit den Hotspots und mit diesen WLAN-Zugängen. Das war ja auch von mir ganz zu Beginn ein großes Thema im Ortskern, in unserer Scheune. Und ich muss ja mittlerweile sagen, dass ich von dem Projekt, zumindest was den Park angeht, aus demselben Prinzip abgekommen bin. Aber wir arbeiten ja mit noch dran mit dem Gebäudemanagement und führen Gebäude, ein öffentliches, auch wenn es ein öffentliches Gebäude ist, die Scheune, ist es doch aber doch zielstrebend. WLAN-Versorgungen dort Hotspots in den Gebäuden einzurichten.
wenn Gebäude, erstens mal haben sie Kontrolle, wir haben es in der Miete, wir können vermieten, also wir haben ein Stück weit, es kann niemand im Gebäude rumlummern, ohne Beaufsichtigung, ohne Schandtaten. Und ein Gebäude öffentlich, auch als Seminargebäude für Veranstaltungen, für was auch immer, ich glaube, da ist in Zukunft ohne eine Internetversorgung eigentlich nichts mehr tragbar. Da würde uns die Zeit überholen. Lieber Manuel, 100% richtig. Das Grundproblem ist bloß, ich brauche eine entsprechende Stärke, um das zu machen in dem Gebäude. Und wenn ich mal nach Winterstein gehe und das Handy mitnehme, weiß jeder hier in der Runde, der schon mal dort war, dass es nur bestimmte Stellen gibt, wo ich überhaupt mit dem Handy telefonieren kann. Das heißt also, ich bin wieder auf die Telekom angewiesen, dass die mir da was bauen, dass das so stark ist, dass ich da einen Hotspot machen kann. 100% richtig in den öffentlichen Gebäuden, gar keine andere Frage. Aber die Voraussetzungen müssen eben irgendwo geschaffen werden. Und ich bin ja froh, dass wir zwar in der Breitbandversorgung wesentlich weiter sind als viele, viele andere Städte, wesentlich, weil wir 1991, 92 reagiert haben und die Stadt komplett Glasfaser gekriegt hat, 91, plus die Anschlüsse waren da damals noch nicht möglich, dann gab es Kupfer, dann haben sie wieder überbaut und jetzt sind sie wieder bei Glasfaser. Die wollten zwar schon fertig sein im letzten Jahr, aber das wäre nochmal ein abendfüllendes Programm, wenn wir uns über das Thema Breitband und Telekom unterhalten. Ich will den Raum hier nicht sprengen. Der Herr Ortmann hatte sich noch gemeldet. Ja, vielleicht ganz kurz, jetzt wurde ja so oft über Tarots gesprochen, das will ich auch noch was sagen, wenn auch nicht mehr anschließt. Politiker, das sind ja nicht unbedingt die liebsten Leute im Land, da gibt es ja weitaus gelittenere Berufe, aber es gibt große Unterschiede. Ja? Also im Bund ist es ja so, das geht gar nicht, Landespolitik ist auch sehr, sehr attackiert. Aber in der Kommunalpolitik ist das was anderes. Meistens ist es so, dass die Kommunalpolitiker die angesehensten sind. Und es liegt vor allem daran, dass sie sich benehmen, dass sie sich nicht zerstreiten und dass der Ort, der eigene Ort, tatsächlich im Mittelpunkt steht. Und ich denke, dass das ganz, ganz wichtig ist. Ein Bürgermeister hat zwei ganz wichtige Aufgaben, die da heißen, man muss den Ort voranbringen, aber man muss auch dafür sorgen, dass sich der Ort nicht spaltet und dass der Ort nicht gespalten wird und man muss den zusammenhalten. Und ich finde es deswegen sehr, sehr schade, Christian, dass du in den vergangenen Monaten ganz, ganz oft Themen aufgeworfen hast und ich sage jetzt mal einen Teufel an die Wand geworfen hast, wo das meines Erachtens überhaupt nicht notwendig war und die auch wirklich regelrecht für eine Spaltung sorgen sollten. Und deswegen sage ich, das geht gar nicht und deswegen möchte ich auch, dass Michael Ebrichts Bürgermeister bleibt. Und ich habe in den vergangenen Jahren in Tarbert vieles erlebt und ich denke, dass einiges besser läuft und es läuft allerdings nur besser, weil dort jetzt zusammengearbeitet wird. Und weil genau das, was wir jetzt immer mal so aus Waltershausen mitbekommen, eben in Tarbert nicht mehr ist. Es ist Ruhe. Es wird diskutiert, es wird in den Gremien diskutiert, es wird ernsthaft diskutiert, die Leute kommen ins Rathaus, bringen Vorschläge an und dann probieren wir das abzuarbeiten. Aber es findet nicht nur eine Diskussion über die Presse statt. Mich hat es damals sehr getroffen, als wir im Rathaus über den Zusammenschluss geredet haben und dann kam einen Tag später in der Zeitung Gebührenerhöhung im Kindergarten in Waltershausen wegen dem Zusammenschluss mit Harvard. Dabei wurde das nicht ein einziges Mal angesprochen. Du hast dich dort nicht ein einziges Mal zu Wort gemeldet, sondern bist ganz einfach lieber früher gegangen, um diese Pressemitteilung noch zu schreiben. Und das finde ich schlecht. Also Kritik ist angekommen. Das ist natürlich nicht mein Ziel, irgendwas zu spalten oder irgendwas zu einen Keil zwischen irgendwelche Leute zu treiben, sondern es ist einfach mein Ziel, einen politischen Diskurs zu führen. Wenn man selber im Parlament nicht vertreten ist, ist das natürlich schwieriger, das ist klar. Und deswegen greife ich Themen auf und bilde mir meine Meinung drüber. Wenn das dann von der Presse abgedruckt wird oder nicht abgedruckt wird, darauf habe ich keinen Einfluss. Michael, Christian, haben wir noch für zwei Fragen Zeit? Wenn Sie sich kurz fassen, glaube ich, ja? Wie immer. Steffen Fuchs, dann Andreas Hellmund und ich denke, Andreas Hellmund hält dann im Anschluss gleich die abschließenden Worte. Ja. Steffen. Ja, einige hier im Raum auch. Ich bin seit 2009 im Stadtrat und ich habe natürlich einen Bürgermeister Michael Brichzi von der CDU kennengelernt, der auf die Stadtratsfraktion zugeht. Das heißt, ich bin ein Grüner, bin in der SPD, in der SPD-Fraktion mit integriert worden. Ja. Ich habe bisher hier in der Stadt nie den Eindruck gehabt, dass ich Oppositionspolitik betreiben muss, sondern ich kann hier Politik betreiben,
bei der auch für den Bürger, für die Bürgerinnen was rauskommt. Welche würden Sie diesen Stil fortsetzen oder welchen Stil würden Sie da an den Tag legen? Also ich würde den Stil definitiv fortsetzen. Für mich gibt es eigentlich auf kommunaler Ebene keine wirklichen Parteien. Das ist, ich habe das auch nicht so kennengelernt. Meistens, wenn man sich politisch interessiert, ich sage, das ist wie Fußballspielen, die haben dann auch, vorher ist jemand Bayern-München-Fan und der andere ist Dortmund-Fan, aber nach dem Spiel in der Regel verträgt man sich, weil man ja das gleiche Hobby teilt und das ist genau das, was für mich oder mich in der Kommunalpolitik antreibt. Also Partei ist definitiv zweitrangig und ich würde auch nie jemanden in irgendeiner Richtung sagen, mit dir rede ich nicht oder auf dich gehe ich nicht zu, nur weil er in einer anderen Partei steckt. Also das ist definitiv mein Arbeitsstil. Das muss ich auch jeden Tag auf Arbeit machen. Habe ich ja auch meine Mitarbeiter, die alle anderer Meinung sind, meine Kollegen, die nicht immer alle einer Meinung sein. Auf die muss ich natürlich auch zugehen und das mache ich auch gern, weil nur genau so kommt man voran im Diskurs, im harten Diskurs. Aber zum Schluss muss irgendein Konsens gefunden werden, egal mit wem. Andreas. So, noch eine Frage an dich. Und zwar, der Kampf ums Rathaus ist ja eigentlich so ein Kampf wie David gegen Goliath. Okay. Und wie schätzt du eigentlich deine Chance überhaupt ein? Weil du meiner Meinung nach zuletzt Stadtratswahl hast du ja noch nicht mal einen Stadtrat geschafft, obwohl du angetreten bist. Genau, wir als FDP haben es leider nicht in den Stadtrat geschafft. Es war zwar relativ knapp, aber trotzdem daneben. Das ist ja das, was am Ende zählt. Und ich habe eingangs schon gesagt, ich möchte auf alle Fälle den Menschen eine Alternative anbieten. Es ist für mich ein Unding, wenn ein Kandidat auf der Liste steht und das war's. Das ist für mich auch nicht der Ausdruck von Demokratie. Und wenn ich keine Chancen sehen würde, dann würde ich überhaupt nicht antreten. Okay. Also ich sage jetzt keine Prozentzahl oder irgend sowas in die Richtung. So, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann will ich nicht so auseinandergehen. Also viel Erfolg, maximale Kampferfolge. Danke. Für dich natürlich auch. Vielen Dank, du kannst besonders gebrauchen. So. Ich drehe mal auch nochmal im Hintergrund. Schön, bedanke mich, dass er da war, danke. Als Hausherr dieses Hauses. Sehr gerne. Dann will ich Ihnen reden, ich sage, genau. Ich glaube, es war eine sehr konstruktive Podiumsdiskussion und es kam für die Anwesenden wahrscheinlich mehrere gute Informationen raus, dass man sagen kann, dass sich jetzt jeder sein Bild machen kann von unseren zwei Kandidaten. Und ich bedanke mich nochmal sehr herzlich, dass ihr alle da wart in unserem schönen, Büro. Und ich wünsche euch beiden viel Erfolg. Okay? Danke. Toi, toi, toi. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Okay. Dankeschön. Auch ich auch. Jetzt trinken wir ein Bier. Das muss ich machen.